Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich begrüße euch zum heutigen Livestream. Slice, Dankeschön für 3 Monate. Moin. Vielen lieben Dank. Und Moinsen an alle da draußen. Moin, Stadux. Baumbart, Froschmager, moin. Aerolex, Flipflop, grüß euch. Sir Frogger, moin. Der Nick, moin, moin. Frank, moin Freunde der Feldfrau, grüß dich Frank. Marcel, hallo. Sechs Kühe. Sechs mir Morsch, ey. Palim, dankeschön für deinen 2. Monat. Sebi, nein, Seibi, Grüße. Xenox, moin. MB Agrar, moin. Hannes Babsi, moinsen. Stevie, moin. Renzio, grüß dich, mein Lieber. Yes, moin. Agrar, moin. Alles bitte, wie geht's dir und dem Kleinen? Uns geht's bei Ihnen gut, danke der Nachfrage. Bischof, moin. Agrabix, moin. So, Freunde. Moin. Moin. Wir starten heute mit 1, 2 Infos. Werden dann ein bisschen Solo spielen. Und ja, werden dann am Ende Landersum spielen, na klar. Gönnen wir gerade ein paar Trauben aus dem eigenen Weinberg. Naja, klar. De Burg, grüß dich, mein Lieber. Content incoming. Ist es so? Ich meine, Dirk hat ein wenig übertrieben in seinem Fan. Ach, gut, das sagen wir ihm ja ständig, ne? Bildschirm Bjarne. Moin, moin. So, ich lade mal parallel schon die Mods vom Server, dann haben wir das nämlich auch weg. Und dann gehen wir in die News rein. Ist Dirk nicht selbst ein wenig übertrieben? Dirk ist einfach Dirk. Heute kam die Workcam raus. Richtig, hatte ich diese nicht vorgestellt. Richtig. Exakt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich find's geil. Apropos, De Boer, Content incoming. Da war noch was. Soll ich selber machen? Bezüglich Workcamera wäre kein Thema. Domme, moin moin. Genau, die Workkameras sind draußen. Das ist ziemlich cool. Ja, aber der Einbau, De Boer, der Einbau. Eben kurz, wenn ich den Mod im Ordner habe, installiert sich das selber in die Fahrzeuge. King Max sind alle Vanilla- und DLC-Fahrzeuge, wo Kameras Sinn ergeben. Ja. In Mod-Fahrzeuge nicht, denn die Modder können ursprünglich jeden Mod da draußen kennen und jeden Mod umbauen. Das ist... Nee. Also, Chris, muss nicht. Dann sag einfach Bescheid, kein Thema, wirklich nicht. Nehmt die Workkamera mit drauf, haben wir auch schon die ganze Zeit. Nur spielen wir natürlich mit Mods und dort haben wir die Workkamera noch nicht eingebaut. Weil die Boys immer an Dashboard Live rumfriemeln. Und auch an meinem 6R, by the way. Das sehen wir dann aber später. Werner, moin. Okay, Chris. Okay. Ich überlege nur gerade, wie wir das machen. Sonst lad das doch einfach auf deinem Channel hoch. Auf deinem YouTube-Channel. Und ich verweise auf den YouTube-Kanal. So können wir das doch auch machen. Dann hast du auch was davon. Deutsche Einbauanleitung zur Workcamera. Macht doch Sinn.
Güllebaron, moin. Chanel, Kanel, Zahnel, wie geht's? Danke der Nachfrage, gut, gut. Nick, moin, moin. Schneidet man sowas nicht? Ach so, du willst uncut und ich schneiden, soll dann schneiden oder wie? Also ja, man schneidet das schon, wo es Sinn ergibt, vielleicht. Aber wie gesagt, du kannst das gern auf deinem Kanal hochballern. Ist ja auch deine Arbeit letzten Endes. Ich wäre da völlig fein und würde dann daraufhin verweisen. Oder ich moderiere an, pack deinen Inhalt rein, moderiere ab, pack das Ganze bei mir hoch, verlinke dich darunter, wie du möchtest. Ganz, wir machen das so, wie du möchtest. Habe ich die Möglichkeit, die BUMS-Nudeltexturen in ModMaps reinzupacken, bei denen nicht die Texturen drin sind? Ja, da gibt es auch eine Einbauanleitung dazu, also im Textdokument, weil in diesem Fall ziehen die Maps die Texturen vom Standardspiel. Entweder man tauscht jetzt die Texturen im Standardspiel aus oder man packt die Texturen in die Karte rein und lässt die Karte dann von da aus laden. Aber da weiß ich auswendig jetzt nicht, wie man das macht. Heute wieder GRS, ja, müssen ja fertig werden. Ja, finde ich gut. Also Chris, schreib mir dann einfach, wie du das machen möchtest. Entweder bei dir oder bei mir und dann machen wir das so. Felix, moin. Also ja, Landerzoom später auf jeden Fall wieder Gärreste. Ich denke aber, dass wir heute fertig werden. Und dann müssen wir gegebenenfalls, sollten wir schon vorher fertig werden, wir müssen auch mal ein bisschen am Hof aufräumen. Vielleicht ein paar Geräte verkaufen, vielleicht ein paar neue kaufen. Und dann müssen wir auch, naja, dann geht's ins Gras irgendwann auch wieder rein. Ich hoffe, dass wir fertig werden. Was habt ihr denn alle? Das ist doch geil. Das macht doch Spaß. Gärreste ballern. So, wir gehen jetzt aber erstmal in die erste Information rein, die ich persönlich habe, die andere natürlich auch haben. Und diese Informationen sind jetzt nicht unbedingt großartig viel neu, aber es gibt eine interessante Sache dabei und die möchte ich nicht außer Acht lassen. Dabei geht es jetzt erstmal um das Hori Farming Lenkrad. So, ich wechsle mal die Szene. Und zwar ist das ein Blogbeitrag, der morgen von Giant selber kommen wird. Und der hat jetzt auch kein Embargo, deshalb können wir hier schon mal reinsteppen in die ganze Geschichte. Und ich will mal eben mit euch da durchschauen. Viele Informationen da drin sind schon bekannt. Aber eine wichtige Information ist halt noch drin. Also hier haben wir das ganze Vorgeplänkel. Immersiv, unterhaltsam, tolles Erlebnis, dies, das. Eine Information bildet sich hier schon ab, nur für Windows 11 und 10, sprich nur für PC. Gemeinsam mit Hori, dem Hersteller hochwertiger, präsentieren wir euch die nächste Generation. Und hier haben wir die Feature-Highlights. Großes Lenkrad, 34 cm Durchmesser, 900 Grad Lenkwinkel. Soweit, so gut. Gummigriff und abnehmbarer Lenkradknauf, sprich das Lenkrad selber ist halt gummiert. Lenkradknauf ist geklippt, der ist abnehmbar. Und dazu kommen wir aber gleich nochmal. Bedienfeld samt Multifunktionshebel, Drehachse und Gashebel, das haben wir ja auch alles schon gesehen. Realistischer und robuster Blinkerhebel, das habe ich auf der Messe vor lauter Stress völlig vergessen. Also ich persönlich hatte jetzt nicht den Stress, der Stress war aber, dass viele Leute das ausprobieren wollten und ich weiß es nicht, ich habe es dann einfach verpeilt. Soweit, so gut. Werden wir uns aber noch ein bisschen anschauen, demnächst vielleicht. Kupplungsbrems- und Beschleunigungspedale. Warum ein Kupplungspedal? Es gibt von Hori auch einen Shifter. Da können wir ja vielleicht mal reinschauen, wenn ich mal bei Hori... Oh Gott, Hori Farming Lenkrad... Die Website von Hori findet man halt einfach null. Farm Equipment vielleicht? Aha. So, und da hat man bei Controllers PC gibt es nämlich auch einen 7-Speed-Shifter für $100 hier in dem Fall. 7 Gänge plus rückwärts, also 8 durchschaltbare Optionen.
Darum, liebe Freunde, gibt es hier auch ein Kupplungspedal, weil rein theoretisch gesehen kannst du ja jeden Shifter parallel irgendwo benutzen. Äußerst präzise und langlebige Hall-Effekt-Sensoren, kein Plan, was das bedeutet. Insgesamt 76 Tasten für volle Kontrolle, okay. Und jetzt wird's aber spannend. Anpassbare Einstellungen, in Klammern Empfindlichkeit, Deadzone etc. via App. Ich weiß jetzt nicht, was App bedeutet. Bedeutet es Treiber? Oder gibt es tatsächlich eine App dann dazu? I don't know. Das ist aber dann ein relativ wichtiger Punkt, wenn wir jetzt pre-ordern wollen würden. Dann können wir das direkt auf der Seite machen. Amazon habe ich jetzt Schiss aufzumachen wegen meinem privaten Kram. Er kriegt ja aber morgen entsprechend, wie ihr ja hier auch schon sehen könnt, jetzt vorbestellen den entsprechenden Button dazu. Dazu gibt es eine App, okay. Aber wo wird denn sowas erwähnt? Also bei Hori selber. Hallsensoren sind die, die an Pandalen für die Eingabe sind, okay. Das fühlte sich auch tatsächlich auf der Messe, ich weiß ja nicht, wer von euch das dort probiert hat, aber das fühlte sich auf der Messe, au, was ist denn das? Aua. Irgendwas klebt am Arm und jetzt ziehe ich mir die Haare raus, geil. Aua. Das fühlte sich auf der Messe auch nicht schlecht an. Also eine App, okay, das bedeutet aber Empfindlichkeit, Deadzone. Zentrierfeder, Force Feedback, Fragezeichen, also... Ich gehe schwer der Annahme, dass wir in dem Lenkrad eine Feder haben, eine Zentrierfeder. Soweit nicht ungewöhnlich, denn auch im G25 hat man eine Zentrierfeder und so weiter und so fort. Die Frage ist, wird diese Zentrierfeder einstellbar sein? Ich weiß es nicht. Wäre Wahnsinn, eine Handy-App zu machen? Ja, glaube ich jetzt auch weniger. Ich denke auch, dass es Treiber wird. Aber... Wir werden sehen. Ich weiß es nicht genau an der Stelle. Soweit zu dem Hori. Nicht viel Neues. Ich hoffe, dass wir sehr zeitnah testen können. Kann man den Joystick einzeln kaufen? Ach so, das ist noch richtig. Ganz guter Punkt. Das wurde hier auch nochmal irgendwo... Guck, genau, hier geht es ja zur FAQ. Welche Systeme wird unterstützt? Das haben wir schon. Konsolen werden nicht unterstützt. Also Konsolen sind leider raus. Lesemodus. Was ist denn das hier für ein Kram? Grüß dir. Sachsenbauer, grüß dir und vielen lieben Dank für deinen zweiten Monat. Die, hier steht's, das Hori Vehicle Control System wurde als Bundle konzipiert. Die einzelnen Komponenten sind nicht separat erhältlich. Also, nein. Ist ein Bundle. Ob das irgendwann mal kein Bundle mehr ist oder separat zu erwerben ist, man weiß es nicht. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, weil es bei dem vorherigen LS-Lenkrad so war, dass es auch hier so ist, denn das vorherige LS-Lenkrad war von Zytec. Zytec wurde von Logitech gekauft. Und die haben das dann separiert. Ob Hori das genauso macht, weiß ich nicht. Gibt tatsächlich im Sim-Racing-Bereich schon Wheelbases, die man per App einstellen kann. Ja gut, da sind wir aber einen ganz anderen Preisgefierten. Kann man die Tastenbelegung im Spiel konfigurieren? Ja, sicher kann man das. Das Hori-System kompatibel mit anderer Peripherie. Hier sagt man jetzt, Kompatibilität mit vergleichbarer Peripherie kann nicht gewährleistet werden, da das System unabhängig konzipiert wurde. Standardaussage, man will halt hier nicht die Hand ins Feuer legen für irgendwelche anderen Shifter oder sonst irgendwas, aber es ist ja ein Joystick wie jeder andere auch, ein Eingabegerät wie jedes andere auch, also sicher wird das kompatibel sein. Warum kann man das derzeit nicht vorbestellen? Haltet die Augen offen. Also wie gesagt, es gibt dann morgen den Button, da werden wir es ja sehen. Irgendwann im Laufe des Tages bringt Giants dann die Meldung bzw. den Blog rein. Ich wollte das jetzt hier schon mal mit euch teilen. Schauen wir mal, was wird. So, eine kleine Preview habe ich für euch noch. Sekunde. Und zwar vom guten Vasili. Vasili ist euch allen ja sicherlich bekannt. Oder den meisten von euch hoffentlich, was Sounds angeht. Und Vasili hat mir noch was geschickt. Moment, Holsteiner Jung
schreibt, App, aus der allgemeinen Übersetzung Applikation. Ja, was eine App ist, weiß ich. was eine App ist, weiß ich. Aber ob das jetzt ein Programm, eine App, also ein PC-Treiberprogramm oder sonst was ist, ich nehme an, es wird ein Programm sein, ähnlich wie das Logitech G-Hub oder solche Geschichten. Also, Vasili hat weiter an Sounds gearbeitet und ist jetzt dabei, Thresher-Sounds zu machen. Hier haben wir dann schon mal einen alten Thresher-Sound und da würde ich doch gern mal reinhören. Funktioniert Headtracking in jeder Maschine? Ja. Ja. Hier muss man im Übrigen zu diesem Sound sagen. Boah, den ist ein Boomer, gell, wie hier. Junge. Lol, was für ein Timing. Ja, danke schön für deinen Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist hier noch Work in Progress. Hier fehlen noch Feinheiten etc. pp. Ne? Aber es klingt schon mal crazy. Ich bin mal gespannt, wie das im Drusch selber klingt. Laxi, moin. Oh, fett. Crazy. Das finde ich echt gut. Sehr schön. Finde ich richtig gut. Finn, moin. Ja, okay. So viel zum Sound. Ich teste gar keinen, das war jetzt nicht meins, das war ein Video von Vasili. Vasili arbeitet an Thresher-Sounds, da kommen nicht nur alte Thresher, sondern auch neue, aber Step by Step und da ist noch viel Work in Progress. Wir werden Solo spielen. Ich überlege gerade, zockst du heute mit Dirk? Ja, Dirk wird unter anderem auch mit dabei sein. Ich lasse euch auswählen. Moment, ich mache eine Umfrage. Und zwar für 2 Minuten Zeit das Ganze mache ich eine Umfrage, was wir jetzt erstmal solo spielen, mit was wir reinstarten. Die Umfrage läuft jetzt. Was genau wir jetzt spielen. Wir hätten Landersoom-Vorbereitung, die wir zu machen hätten. Wir könnten Galgenberg ein bisschen weitermachen. Wir könnten auch auf die Hof Bergmann mal wieder gehen. Ihr könnt jetzt abstimmen irgendwo über dem Chat oder unter dem Chat. Auch Handyleute können, glaube ich, abstimmen. Müsst ihr mal schauen.
Also Landersum-Vorbereitung bedeutet nicht, dass die Kollegen schon da sind, ne? Sondern ich mach erstmal in aller Ruhe dies, das. Vielleicht switch ich dann später auch nochmal, sollten wir eher fertig sein. Mal schauen. Handy geht sehr schön. Es ist manchmal immer so ein Ding, ich weiß immer persönlich nicht, geht Handy nicht. Okay, Hofbergmann ist auf jeden Fall irgendwo mal komplett raus. Ich hatte ursprünglich mal Lust, dort wieder weiterzumachen, aber ich weiß gar nicht, ob das Interesse der Leute hier überhaupt da ist. Krass, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass doch so viele sagen, jo komm, geh schon mal auf die Landersum und bereite da schon mal so ein paar Dinge vor. Ich meine, why not? Also, gefüttert beispielsweise habe ich schon. Aber ich könnte halt schon mal ein bisschen aufräumen noch. Gülle hin und her fahren, sowieso. BGA müssen wir mal gucken, ob wir da noch was befüllen können. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es sieht schwer danach aus, dass wir Landersum schon reingehen. Wie geht's dir überhaupt? Gut, danke der Nachfrage. Marcel, Grüße. Paul HSV, moin. Jarvis, grüß dich. Lucani, moinsen. Jo, Landersum hat gewonnen. 61%. Guck an, hätte ich nicht gedacht. Sonst war der immer so auf Galgenberg solo. Moin. Okidoki. Wegen mir? Gern. Dann baue ich jetzt mal um. Mods habe ich ja parallel schon runtergeladen. Titel jetzt oder später ändern? Nö, können wir jetzt machen. Solo Landersum. Später mit Kollegen. Die Landersum sind eine sehr schöne Karte. Ja, es ist auch ein sehr schönes Projekt. Davon mal abgesehen. Wie kann ich das Lenkrad bei dem Puma von den Farming Dudes runtermachen? Interactive Control, Moppy. Gibt's im Mod Hub, findest du auch in meiner Modliste. Ausrufezeichen Mods. Moin. Moin. Aber gut, dann können wir uns ja schon mal in das Thema Landersum reinarbeiten. Unser Hof- und Pflegeschlepper. Ein John Deere 6M. Ist ja soweit, so gut. Wartet mal, ich muss erst mal gucken. Ist an und für sich auch ein schöner Schlepper, aber ich finde persönlich, ich hätte gern lieber mittlerweile, Dankeschön Stenox, ich hätte gern mittlerweile stufenlos. Also werden wir den wahrscheinlich auch austauschen. Nicht heute? Nee, nicht in den 6R, also dann weg von John Deere. Weg von John Deere. John Deere haben wir eh genug, sage ich mal. Was ist denn noch mit dieser Schraube hier? Nicht in Ordnung. Müssen wir mal. Machen wir nicht heute, weiß ich halt auch noch nicht genau. Was wird? Ein 700er Fendt wäre meines Erachtens eine Nummer zu groß. So, das haben wir, dann hätte ich... Ach so, hier, ja. Joystick. Ja, ein 500er wäre eine Option. Und also da auch gern S4 oder SCR oder sowas. Schnibbel hatte das ja angekündigt. Wäre eine schöne Option eigentlich. Ein 6S. Ah, Messi weiß, also ich mag Messi persönlich, aber ich glaube, bei den Kollegen hat er keinen Bestand an 6S. Auch 6er Deutz. Na, ich glaube ein 500er. Das, mit dem Riesengefährt Sachsen-Bauer, boah, ey, das war echt... Das war echt crazy und... Mich hatten auch ein paar Nachrichten erreicht, die sagten, hä? Ich dachte, du hast gar keinen Führerschein, gar keinen Treckerführerschein. Hab ich auch nicht. Aber was
funktioniert, mit dem normalen B-Führerschein darfst du Fahrzeuge die maximal 40 km/h fahren, ohne Anbaugeräte und Anhänger fahren. Ungeachtet des Gewichtes, ungeachtet der PS oder sonst irgendwas. Und ja, der hatte ja keinen, der fuhr nur 40 und hatte ja kein Anbaugerät. Also konnte ich diese 26 Tonnen auf der Straße bewegen. Und fand ich schon, das ist krass. Also jeder, der das erste Mal macht und dann sagt, ah, easy peasy, nee. Also Knicklenker, Bandlaufwerk, Alter. Und dann auch noch Überbreite, so ein Riesending, also ich weiß nicht. Also es war geil, sowas zu fahren. Aber ich weiß es nicht, ob man sowas haben muss. Komfort hast du da drin null? Weiß ich nicht. Also ja, wenn du die Zugkraft benötigst irgendwo, logisch, klar, nachvollziehbar. Aber ist schon krank. Aber beim Drescher geht es nicht, weil selbstfahrende Arbeitsmaschine oder... Ja, ich glaube, Drescher geht nicht. Also, Trecker ja, Traktor, aber nicht Drescher. Maverick, moin, da war ja sogar ich neidisch, als ich das Video gesehen habe. Ja, mal gucken, ob ich dich noch neidischer machen kann. Schauen wir mal, was wird. Was Drescher ginge theoretisch auch. Boah, das ist aber dann auch schon riesig, Alter. Wenn du mal überlegst, man fährt ja sonst mit einem PKW-Führerschein halt einen PKW, mal einen Transporter oder so, aber solche Viecher, ey. Aber nur bis 20 km, okay. Oder bis 25, ja. Ich bin 15, bin auch schon 9er X gefahren. Ja, alles gut, Moppy. Ich weiß ja, egal wie alt man ist, wenn man so eine Mühle fährt, das ist einfach nur krank. Also ich habe nie Schiss davor, irgendwelche Dinge zu fahren. Deshalb fahre ich es ja auch gerne und probiere es ja auch gern aus, ne? So ist es ja auch nicht. So, Schiss wäre da einfach falsch an der Stelle. Aber es ist trotzdem crazy. So, Mods. Ich bin immer noch nicht weiter dazu gekommen, Let's Tests aufzunehmen oder irgendwas aufzunehmen. Gar nicht. Die Woche bis jetzt. Ist schon wieder alles wild. Ja, sogar ein Roper Panther geht auch. Ja, krass. Keine Angst, sondern Respekt. Genau, genau so ist es. Ich habe keine Angst davor, ich habe gesunden Respekt und ich finde auch, man sollte Respekt vor solchen Maschinen haben, denn wenn ich mit 40 km/h zum Beispiel mit so einer 26-Tonnen-Maschine irgendwo angerollt komme und mir kommt was davor und ich schaffe das nicht rechtzeitig zu bremsen, ja, dann c'est la vie, ja, also dann ist vorbei. Also Respekt sollte man haben und man sollte wissen, was man da unterm Hintern hat und sich der Verantwortung natürlich irgendwo auch bewusst sein. LKW finde ich auch sehr heftig. Ja, weiß er. Ja, bestimmt. Also LKW ist auch was anderes, aber ein LKW ist ja sehr autonah irgendwo. Klar, mit Anhänger, mit Auflieger ist es auch noch was anderes oder im Tandem oder so, gar keine Frage. Aber so Knicklenker und Raupenlaufwerk, Bandlaufwerk ist halt sehr atypisch, sag ich mal. So, starten wir das Lenkrad. Dann bist du noch nie LKW gefahren. Wie auch, ich habe keinen Führerschein dafür. Aber ich habe ja gesagt, klar, LKW. Ich würde mich wundern, ja, nicht, was, ihr versteht mich falsch. Was ich damit meine, ist der Unterschied zwischen einem Fahrzeug auf normalen Rädern mit normalem Lenkrad und einer normalen Lenkachse und einem Fahrzeug, das in der Mitte knickt und keine Räder hat, sondern ein Bandlaufwerk. Natürlich ist LKW was anderes als PKW. Gar keine Frage. Maverick, das JD-Pack von Marme ist mega. Jetzt fehlen nur noch die passenden Sounds. Maverick, ich habe das so gemacht. Ich habe mir, auch wenn sie nicht wirklich passig sind, zum Beispiel für den 8R habe ich mir einen 8R-Sound von Dins genommen. Aus dem 215er 8R. Passt sicher nicht genau zum neuen 8R der neuesten Generation, aber ist allemal, glaube ich, noch besser als der Basissound. Und beim 7R habe ich es genauso gemacht. Moin!
Weil ich hab's gar nicht mehr so richtig im Kopf, wo ich eure Maschinen gefahren bin, die ich, by the way, sehr gern wieder fahren würde. Haben die sich soundtechnisch nicht viel genommen. Außer, dass der 8R halt bedeutend leiser war, also der neue. Also deiner. Aber ich glaube, vom Basissound waren die jetzt schon ähnlich. Bitte berichtige mich, wenn ich falsch liege. Ferdi, moin. Grüße nach Österreich zurück. Da du ja im Video vergessen hast, wie der Ort heißt. Wie heißt er nochmal? Habe ich nicht vergessen. Habe ich es vergessen? Scheiße. Ach, so meinst du. Da ich das oft vergessen habe. Warte. Warte, ich hab's gleich. Die Tricks. Irgendwas mit Röder. Teichröder, genau. Mir lag's auf der Zunge. Es wäre gerade eben, wär's direkt rausgekommen. Teichröder. Na klar. Wann geht's los? Hannes, Babsi, bitte. Bitte, bitte, bitte verschont mich mit diesen Fragen. Ehrlich, ich kann das nicht mehr lesen. Ehrlich, bitte hört auf damit. Entweder ihr chillt euch hier chillig hin und guckt in aller Ruhe. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt und lieber LS, dann guckt bitte bei jemand anders, der schon spielt. Okay? Ich meine es echt nicht böse, aber bitte lasst mich meinen Kram machen, wie ich meinen Kram mache. Seid so lieb. Ist nicht böse gemeint. Aber, ne? So, Hattrick-System können wir damit auch starten. Ein Stream ist ja auch dafür gedacht, auf die Zuschauer einzugehen, Fragen zu beantworten, mit Zuschauern zu quatschen. Ich will mich doch nicht wie ein Roboter hier 6-7 Stunden hinsetzen, den Chat nicht lesen und nur spielen. Digga, das ist nicht mein Stream. Scheibenkleister ist ja leer. Oh nö, habe ich vergessen zu laden? Hä? Moment. Nochmal ein Tricksystem. Warum startet das nicht? Oh. Ja, das Ding hier ist akkubetrieben. Das kannst du aber auch laden, aber irgendwie. Startet das nicht. Dann muss ich mal meinen Rechner neu starten. Also nicht den Stream-Rechner, sondern den anderen. Sekunde bitte. Was machen Sachen? Wir werden gleich auf der Landersuche im Solo gehen. Ich muss mal meinen Rechner neu starten, weil irgendwie das Hattrick-System nicht reagiert. Ich wusste nicht mal, muss ich mal bei mir schauen, was? Ach so, nein, der Track IR5 ist nicht akkubetrieben. Das ist ein nachgekaufter Clip. Der sieht so hier aus. Der sieht genauso aus wie der Pro-Clip. Funktioniert auch genauso gut und kann halt auch entsprechend kabellos betrieben werden. Auf Amazon 66 oder 69 Euro oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, von wie der Händler heißt. Wieso ging eben meine Nachricht nicht raus? Muss den Motti bestätigen, weil irgendwie... Ich sehe die Nachricht nicht mal, Maverick, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht, also die Mods selber halten selten Nachrichten zurück, außer die sind übelst, ja, anstößig. Also ich nehme an, es war Automod vielleicht. Ab morgen sitze ich auf der Trille. Eventuell bin ich derzeit eigentlich mit der Leb unterwegs. Raps im Vorauflauf spritzen. Wenn ich fest auf meiner Trille bin und ich habe eine größere Fläche vor mir, dann schreibe ich dir und wir könnten was planen. Übelst gern, Maverick. Jederzeit. Jederzeit. Hast du irgendwelche Infos, ob sich zum John Deere Pack von Marmeladenbrötchen noch in 6R gesellt? Nein, ich habe keine Infos und ich frage absichtlich auch nie nach. Also das ist merkwürdig. Da muss ich jetzt mal hinten am Rechner schauen. Deine Meinung zum Oxpo? Ich habe auch ein Video aufgenommen auf der Gamescom. Bin aber mit der Qualität meines eigenen Videos überhaupt nicht zufrieden, deshalb bringe ich es nicht.
Ja, es ist interessant. Es ist jetzt nicht der Brüller, aber es kostet jetzt auch nicht so viel. Also, ja, gibt Besseres. Aber passt schon. Punkt. Ist okay. Ist kein Brüller. Ist okay. Ich krabbel mal eben unter den Tisch, Freunde. Ich muss mal gucken. Ist bestimmt irgendwie ein USB. Muss ich nochmal lösen. Sekunde bitte. Ich bin sofort wieder da. Kam das USB ein- und wieder Aussteckgeräusch? Ja? Digga, Freitag ging das noch. Dann kommst du ja Montag an und es geht nicht mehr. Trackclip? Trackclip Pro. Okay, wartet mal, da muss ich mal am Rechner gucken. Schön, dass ich auch hier nur 1,6 Trilliarden Kabel habe. So. Naja, das Ladekabel ist angeschlossen, das Ding ist auch an. Aber ja, kam nochmal ein USB-Geräusch. Ja? Fuck. Der, Dings ist nicht an halt. Hier, der Software-Update gab es. Okay, warte mal. Boah, Software-Update, das habe ich ja 1000 Jahre nicht gemacht. Wo kann ich denn hier ein Update machen? Oben rechts. Oben links. Support. Support not found. Auf der Kugel. Ah.
Check for Software Updates. Da habe ich ja 1000 Jahre keine mehr gemacht. Dann machen wir das doch mal eben. 542. Next. Alles klar. Finish. Ja. Ändert leider gar nichts. Dann müssen wir... Na gut, mein Profil habe ich auch im Fall der Fälle schnell wieder zusammengebaut. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt. Problem! Auf der Landung bleibe ich beim 6R. Wenn ich mein Hattrick-System auch ans Gehen bekommen würde, könnten wir auch gleich... Lustig, nein, es liegt nicht an dem Sender, sondern der Empfänger. Die Lampen beim Empfänger sind gar nicht an. Und das ist halt das Problem. Also das System startet nicht hardware-seitig. Es geht nicht. Muss er mal unter den Tisch krabbeln? Wieso geht denn überhaupt die Setup-Cam? Warum geht denn die eigentlich nicht aus? Warum geht denn hier... Ach so, Moment. Oh, ich habe... Du kommst aus dem Wochenende. Und es geht nicht mehr. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, ich guck noch mal eben schnell. Muss ja an Kabeln liegen. So, ich habe mal noch einen anderen USB-Port genommen. Moin. Ne. System startet nicht. Okay, ein Versuch. Der Raum... Domme, nein. Das Empfängergerät... Ich fahre den Rechner nochmal komplett runter. Das Empfängergerät geht nicht an. Hab mir gerade 7R, 8R Pack runtergeladen und in meinen Mod-Ordner gepackt, aber es wird vom Spiel nicht angezeigt. Felix, bitte dein Spiel auf dem aktuellsten Stand halten. Immer schön patchen. So, starten wir den Rechner noch einmal richtig, richtig neu. Das neue Gewicht von AgrarModding im Modder würde gut zu deinem 6R passen, habe ich mir auch gedacht. Wir haben aber auch die MMS-Bumper und nur wegen einem Fahrzeug jetzt noch einen Mod extra mit draufnehmen. Muss auch nicht sein.
Ja, ich habe die Software jetzt schon mehrfach neu gestartet. Keine Ahnung. Das sieht nicht gut aus, Scheiße. Willst du mich verarschen? Wie kann denn übers Wochenende das Ding kaputt gehen? Software mal als Admin starten. Guter Punkt. Wie ist dein Motto? Hat Gast zweimal rum und er gibt Kanone, ne? Ne. Ja, Deutschfahrer, schau mal bitte in die Videobeschreibung unter dem Video. Wurde schon gefragt, ob das eingesteckt ist. Ja, ja. Es ist eingesteckt. Aber nochmal, ja, ihr könnt das jetzt nicht sehen. Ich mach mal ein Foto. Hier. Dieses Ding links arbeitet nicht. Ja, Jeffrey, das Gefühl habe ich gerade auch, dass der nicht mehr vernünftig arbeitet. Beziehungsweise gar nicht mehr arbeitet. Und durch ist. Aber einfach so von heute auf morgen. Also, Freitag geht noch alles und dann nicht mehr. So ist das Spiel. So ist das Spiel für mich nicht spielbar. Scheiße. Das ist krass, Freunde. Dreck. Naja, super. Können wir nach Hause fahren? Hat die Sonne zu stark drauf geschienen? Das kann durchaus sogar passiert sein. Auch wenn du den Empfänger einzeln anschließt, so lang ist mein Kabel, glaube ich nicht. Das könnten wir mal noch probieren. Genug. Kann auch USB sein vom PC, dass er keinen USB 3 mehr hatte oder von 2 vom Strom her. Ich habe schon 2 verschiedene USBs benutzt, also das würde ich ausschließen. Wir machen das jetzt nochmal. Ich teste das jetzt nochmal, den direkt anzuschließen, dann muss ich aber das Kabel rausfischen. Und versuche den Empfänger jetzt nochmal einzeln anzuschließen. Ansonsten wäre das halt höchst ärgerlich und für mich ist das Spiel dann einfach so nicht spielbar. Und ja, schnellen Ersatz. Pff.
So, Empfänger ist direkt angeschlossen. Nope. Doch. Es geht wieder. Stopp. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn ich den Tisch jetzt nämlich runter mache, Kamera, wenn ich den Tisch jetzt runter mache, wartet mal. Welches kleines Workout? Ja, es liegt an dem USB-Verlängerungskabel. Scheiße. Wenn ich den Tisch jetzt runter mache, kaufe mal bei Gelegenheit einen neuen. Ja, kostet ja nix. Einfach mal so auf Halte 150 Latten oder was das kostet. Katastrophe. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe das Verlängerungskabel dran und muss jetzt nochmal unter den Tisch krabbeln und jetzt bei dem runtergefahrenen Zustand das Kabel ziehen. Bin gleich wieder da. Sorry für den Umstand, Freunde, aber das kann ja keiner ahnen. Ah, oh, Digga. Was für eine Uncut-Folge. Moment mal, jetzt ist er doch direkt angeschlossen. Ja, geht auch. Lol. Im Büro nebenan einfach eins klauen und aus. Ach, ihr redet von Kabeln. An einem Verlängerungskabel, ja. Ich dachte, ihr meintet den Tracker. Oh, völlig fertig. Verschwitzt. Hoch, runter. Seelischer und moralischer Stress. USB-Verlängerungskabel. Das, Herr Güllebaron, du, alles gut. Also, die kosten ja, also da, ja, schick mal. Elektrotechniker werden. Ja. War ein guter Punkt. War ein guter Punkt, Sparrenarbeiter. Mods hatten wir drin. Tracksystem läuft. Das ist an, das ist an. Ist im Dashboard noch an. Dann legen wir jetzt los. Was für eine Uncut-Folge, Freunde. 1 Stunde und 4. Wie nennen wir denn die Folge? Unter den Tisch krabbeln mit Felix? Gary, schönen guten Abend. Kabelmanagement. Ich muss mal einfach ein besser geschirmtes Verlängerungskabel holen. Ab in den Keller. Ab in den Keller wäre eine Option. Mit welchem Gerät bringt ihr Mineraldünger aus auf der Landerzoom? Gezogen oder Dreipunkt? Gezogen. Zumindest haben wir bisher gezogen.
Ja. Egal. Sachsenbauer 35 spendiert 1000 Bits. Danke für deine 1000 Bits, Mann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, was für ein unnötiger Scheiß, ey. Wieso geht über Wochen immer dieses Kabel für ein neues Kabel, danke. Da habe ich mal ein richtig gut abgeschirmtes. Und dann auf einmal nicht mehr. Ich meine, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, weil jetzt, aber es ist schon alles sehr auf Zug jetzt. Es kotzt mich an. Wir haben eine BGA hier auf der Landersum, ja. Oh, Digga, der Teppich. Der Teppich. Der Teppich ist so rau, dass ich mir mein Knie blutig gescheuert habe. Ihr wollt mich da alle verarschen hier heute. Oder war das die Tischkante? Es kann auch die Tischkante gewesen sein. Naja, wenigstens haben wir schönes Wetter. Woher der geile Sound mit der Kirchturmuhr? Ich habe mich selber gerade ein bisschen gewundert. Ich weiß es nicht. Also, Mineraldüngerausbringung, das kann ich nochmal schnell beantworten. Was wir definitiv behalten werden, ist hier die Spritze. Ob wir weiter Trandir als Pflegeschlepper fahren oder nicht. Den Zetter sicherlich. Ups, habe ich einen Screenshot gemacht. Den Krampekipper sicherlich auch. So, das ist ein vakantes Modell hier. Solitär DT. Weil wir halt tatsächlich überlegen, auf Horsch zu wechseln mit angebauten Geräten. Und zwar einmal Maestro und einmal Taro. Einziger Punkt ist, wir haben bei der Taro kein Spurenanreißer. Das glaubt ihr die Freundin nie heute Abend. Wir sind 16 Jahre zusammen, also. Geisi, grüß dich. So, und hier haben wir nämlich Spurenreißer bei der Maestro. Bei der Taro wäre nicht die SL, sondern die DT oder irgend sowas. Variante hätte dann Spurenanreißer. Und dass wir... Ist das laggy? Meine ich, ey. Also... Was ist denn hier los? So, besser. Bronto 6DC ist für uns keine Option, weil dann können wir auch die Lemken Solitaire DT behalten. Und wir sind ja jetzt also auch nicht im Horsch DLC Vorstellungsvideo. Da gern nochmal tatsächlich mein Video dazu schauen. Da habe ich ein großes Vorstellungsvideo gemacht. Aber das wäre halt eine Option, die wegzugeben oder optional die angebauten Geräte zu holen und die vielleicht zu behalten. Bei mir hat die Schräglage, ne. Nicht, dass ich wüsste. Das werden wir auch alles behalten. Die Presse, mit der bin ich überhaupt nicht glücklich. Die ist pottenhässlich. Die ist auch wahrscheinlich aus dem LS13 noch, also... Pff. Schwader ist gut. Die Ladewägen, das ist alles okay. Das können wir alle so behalten, wie es ist. Boah, Relight, Freunde. Was Relight hier macht, schaut euch das mal an. Oh. Ich mag's. Den Selbstfahrer, den haben wir ja geleast. Den Fütterungswagen, den behalten wir auch. Der spart uns unglaublich viel Zeit. Eine moderne Krone. Also wir haben tatsächlich 545.000 Euro auf dem Konto. Möglich wäre es. Sich dahingehend mal was zu kaufen. Ich weiß aber gar nicht. Modtechnisch
warte ich da mal noch, weil ich weiß, dass bald was kommt. Eine Big Pack wäre schon wild, oder? Aber die Horsch hätte einen reinen Saatguttank-Auswahl. Ja, Finanzamt, aber wir düngen nicht unter Fuß. Deshalb brauchen wir das nicht. Oder was meinst du? Weil wenn wir zum Beispiel Horsch nehmen, hast du ja auch immer hier den Kollegen dabei. Und die Unterfußdüngung ist für uns nicht relevant. Na ja, du könntest hier Dünger mit reinmachen, aber wir düngen nicht unter Fuß. So, das können wir auch alles behalten, wie es ist. Maestro würde ich auf jeden Fall holen, ja. Ja, der Fronttank Maestro. Und dann ist halt die Frage, Taro noch oder nicht. So, hier ist dann auch noch der Punkt. Also hier überlege ich wirklich, ob wir den 645M weggeben. Und Schnippel bringt ja demnächst 500er und ein 500er uns dafür kaufen, Fendt. Einfach, das ist ein sehr schöner Schlepper hier. Fronttank kann auch Saatgut, ne? Deshalb meine ich ja Fronttank. Das ist ein sehr schöner Schlepper, der ist wirklich sehr geil. Was mich hier auf dem Hof und in der Pflege aber doch tatsächlich nervt, ist das Schaltgetriebe. Gerade so als Hofschlepper, als Rangierschlepper und so. Geil ausgestattet, geiles Modell. Aber der Komfort passt mir an der Stelle nicht. Anhängertechnisch, Lommas sind halt sehr geil, haben ja auch die FR-Anpassung, wenn mich nicht alles täuscht. Sind das auch alles unsere eigentlich? Hofwessels. Hofwessels, Wessels, Wessels. Welchen Hof bespielt ihr auf der Landersum? Wessels. Dann hier haben wir... Ist das unser Fass? Das ist unser Fass. Hier habe ich meinen 6R. De Boer FR. Bitte? Französisch? Wovon sprechen Sie? Achso, MR de Boer. More realistic, also die Realismusanpassung. 6250 habe ich noch nach wie vor. Vielleicht fällt dem einen oder anderen was auf an diesem 6250. Oh, trinke ich nochmal einen Schluck. Ja, die Farming-Dudes, die machen doch gerne die Realismusanpassung. Und dann wackeln die so schön hin und her. Das ist schon geil. Stimmt, der ist sauber. Und der ist deshalb sauber, weil es nicht mehr... Oh, stimmt, gelbe Felgen. Verdammt. Da muss ich nochmal ran. Der ist so sauber, weil ich ihn ausgetauscht habe. Und zwar hatte ich vorher das Modell von Marmeladenbrötchen. Sag mal, geht der Chat? Wieso geht denn, wo ist denn, hä? Wo ist der Chat? Sag mal, was ist denn heute los? Wo ist mein Chat hin? Chat's weg. Kein Scheiß, Chat ist weg. Gelb ist geiler. Ach. Ja, ich habe den von Marmeladenbrötchen ausgetauscht, weil der nicht mehr State of the Art war, ne, mit Simple IC und habe jetzt den von Dins. Ich habe jetzt den von Dins, weil der halt Vertex-IC und so weiter und so fort hat. Und dann war Bjarne da auch noch dran. So wie er hier ist, kann ich ihn dann leider auch nicht... Gibt es den dann auch leider nicht? Sag mal, kann ich die Felgen... Ich kann die Felgen nicht anmalen! Ja, es müssen gelbe Felgen bleiben. Chat bitte einmal an der Information melden. Das werde ich jetzt mal eben schnell fixen. Weil das nervt mich ein bisschen, dass wir keinen Chat haben. Sekunde bitte. Das fixen wir eben schnell. Oh. Die Felgenkonfig ist schnell gemacht. Oh, das wäre schön. Das wäre schön.
Switch Chat Game Edit Overlay. Wartet mal, plus, dann haben wir hier eine Browserquelle. Existierende Chat. Pixel Chat. Jo. Breite 1300. Höhe 1000 ist ein bisschen wenig. 1500. Hallo LA. Zu wenig. 1800. Ah, 1850. Passt das? Ist das mit dem Chat so okay, Chat? Ist okay, ne? Die Work-Kamera ist endlich im Mod-Hub geil. Mod-Hub! Richtig, die Work-Kamera ist im Mod-Hub. Ich hatte dazu auch ein Vorstellungsvideo gemacht. Ist jetzt alles am Stissel. So, den habe ich wieder. Ist kostenlos. Icarus, dankeschön für deine 8 Monate. Der hat jetzt. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Der hat jetzt Interactive Control. Nee, ohne Kissen. Der hat jetzt Interactive Control. Und Dashboard Live. Das hat mir Bjarne zurecht gefuddelt. Ist noch nicht fertig alles. Aber da ist schon einiges drin und... Ah, es ist geil. Na, hier haben wir die Minimap. Vielleicht drücken wir den Monitor noch ein bisschen runter. Weiß es noch nicht. Oder wir lassen dort, weil ich finde es eigentlich geil, weil... Ja, du hast es so geil im Blick. Hier unten haben wir alles drin. Ja. Und halt alles Interactive Control mäßige. So, der hat jetzt, by the way, da müssen wir nochmal schauen, der hat jetzt 300 PS glatt. Mal gucken, wie er sich performance-technisch macht. Den werde ich dann später im Laufe des Abends natürlich fahren. Ist es schon möglich, CVT-Skript mit DBL anzeigen zu lassen? Wir haben eine Work-in-Progress-Version. Der Martin kommt später aber noch mit dazu. Da könnt ihr noch ein bisschen fragen. Ich weiß gar nicht, ob das in der... Nein, in der nächsten Update-Version ja. Jetzt aktuell nein, in der nächsten Update-Version auf jeden Fall. Und dann kannst du dir halt anzeigen lassen, ne? Rampe und hast du nicht gesehen. Bjarne, kann das deiner schon, der hier oben ist? Ach, ist es hier schon drin? What? Oh, leck mich am Arsch. Du hast es umgesetzt. Also ja, in der nächsten Update-Version schon. Also der John Deere kann ja eigentlich nur in Anführungszeichen, 3 Beschleunigungsrampen. Wir haben aber 4. Also haben wir uns dafür entschieden, die Beschleunigungsrampe 1 ist nicht eingeblendet, die 2 ist ein Lämpchen, die 3 ist 2 Lämpchen und die volle Beschleunigung sind 3 Lämpchen. Das ist crazy. Also ja, wird im nächsten Update mit drin sein. Der John Deere ist Ursprung Dins. Ey, sag mal, es leckt doch, oder?
Leckt es? Ja gut, Syntrak ist Tino, das ist klar. Das bleibt auch alles, unser Mercedes bleibt auch. Ja, hier können wir zum Beispiel mal abräumen. Das können wir auch alles mal noch machen. Die Mähwerke, das bleibt auch. Aber wir können auch mal ein paar Schlepper hier wieder zurückholen, ne? Unser 614er bleibt, der 7530. Oder wir nehmen einfach den 753, aber da haben wir das gleiche Problem. Der ist halt auch Schaltgetriebe. Ich hätte halt einfach gern was Stufenloses zum Arbeiten. Was natürlich noch vakant ist, die Ballenanhänger, die bleiben auch. Telelader bleibt auch. Hier könnte man natürlich mal noch ein bisschen gucken. Bleiben die Scheiben oder haben wir hier was Adäquates von Horsch? Ich glaube... ich glaube nur gezogene Sachen haben wir hier. Meine Tiger wäre schon geil, aber die ist für uns zu heftig. Die Joker. 8 Meter ist auch zu heftig. Wie heißen die Ballenwagen? Findest du alles in der Modliste. Ja, ich denke mal, hier werden wir auch überwiegend bleiben. Was natürlich immer noch vermisst wird. Super Albatros. Der Packer, ne? Aber da gibt es ja irgendwie Lizenzprobleme, glaube ich. Schade. Ja, ansonsten ist alles, wie es ist. Gut, dann folgendermaßen. Wir haben hier in den Stallungen... Das sieht eigentlich gut aus. Maximal Stroh können wir dann noch auffüllen. Wir haben hier wieder Gülle. Zwei Anhänger, die hole ich jetzt mal. Weil A haben wir hier vom LU Münsterland eine Krone rumstehen. Seit 100 Millionen Tagen, den fahren wir zurück. Was wir dann dafür herbringen, ist ein Zubringer, weil die Dinger hier sind voll mit Gärresten. Und das steht an der BGA. Also holen wir uns das Ganze von der BGA ab. Die BGA ist schon gefüttert. Hier haben wir auch gut Fermentersilage am Start. Das läuft. Hier ist leer. Ach so, 8R habe ich ausgetauscht. Beziehungsweise geupdatet vom Marmeladenbrötchen hier, ein BGA-Fahrzeug. Und habe dort den 8R-Sound von Dins reingefuscht aus dem 215er Modell. Passt vielleicht nicht wie der Hintern auf den Eimer, aber besser als Standard. So, hier haben wir nämlich wieder 77 Kubik Gärreste und hier haben wir 80 Kubik Gärreste. Also knapp 160 Kubik könnten wir wieder von hier holen. Müssen wir aber nicht. Dann fahren wir mit dem 8R. Dem habe ich jetzt folgende Konfiguration gegönnt. Wir haben hier Axiobib 900er Reifen standardmäßig drauf. Und haben aber auch noch eine, also mit Radgewichten, haben aber auch noch eine Zwillingsreifen-Konfiguration, wenn es auf Silo geht. Wie gesagt, hier habe ich den Sound von Dins reingefuscht. Na, der natürlich jetzt auch State of the Art hier. Yogi, grüß dich, mein Lieber. Ja, und den können wir jetzt halt auch richtig schön natürlich auf die Fresse legen. Warte mal, mit welchem konnte ich denn das machen? War das wieder hier, ne? Schon geil. Aber das können die ja von Haus aus. Brauchen wir jetzt allerdings nicht. E23 Getriebe ist natürlich geblieben. Hat er ja vorher auch gehabt. Jogi, habe ich dich schon begrüßt? Ich hab schon wieder vergessen. Schön ist, wir haben hier unten dann auch die Minimap entsprechend drin. Habe ich, gut. Ja, und das altbekannte E23 Getriebe. Warum? Weil wir es können. Sound ist doch in Ordnung, oder?
Ein was fällt mir allerdings noch auf. Dankeschön fürs Follow. So, hier müssen wir nämlich aufpassen. Das verändert er ja gern mal, die Reifenlautstärke. Chris, mein Lieber, moin. Also, Farming Dudes, Chris. Wollen wir mal aufpassen, jetzt haben wir ja zwei Chris. Gerade im Chat. Ach so, und was ich noch gucken wollte. DBL. Wir hatten Minimap Steuerung rechts 9. Du sag mal, für 37 Monate gibt's da nicht auch mal Merch oder was? Merch. Merch, das machen nur die Modder, wenn die ihre Modelle merchen. So, Geschwindigkeitsbereich 2. Naja, 55 km/h. Steven, aktuell sind wir da eine geschlossene Truppe und wir müssen Leute auch immer erst ein bisschen kennen. Also der hier, ach er so wie er ist, gibt's halt natürlich von Marmeladenbrötchen aktuell schon. Findet ihr auch in der Modliste. Ein Schlüppi. Ein paar Socken. Nee, also bei Merchandise hätte ich persönlich wiederum einen Anspruch, den ich einfach finanziell nicht erfüllen könnte. Feinripp mit Logo. Hm. Moin, ist der Marmeladenbrötchen der Marworm? Ja, der, wo man den Namen nicht aussprechen kann, genau. Boah, der hat schon Push, der 8. Ja, ich meine, gut, wir sind 410er, ne? Ja, okay, und wir sind leer. Weiße Socken mit meinem Logo? Nee, das, nee. Nein, Merchandise würde ich anders machen. Ich würde Merchandise nicht mit meinem Logo machen, sondern ich würde mir was anderes einfallen lassen. Unterhose zum Beispiel vorne, wer Fan fährt und hinten drauf auf dem Hintern führt. Das wäre doch was. Also als Badehose. Ja, eine John Dirk-Kollektion wäre natürlich auch mit drin. Gar keine Frage. Daniel, schönen guten Tag. Du würdest quasi sowas wie bei der Landwirt MV machen wollen, genau. Also jetzt nicht exakt wie Landwirt in MV, aber ich würde auch, ja, nicht mein Logo und meinen Namen nehmen, sondern, ja, genau, so in die Richtung gehen. Finde ich persönlich schöner. Hier, dezente 70 Liter pro Stunde auf der Geraden. Alles klar. Aber eine John Dirk-Kollektion würde es auf jeden Fall geben. Ich habe das Gefühl, dass mein OBS leckt. Leckt es bei euch immer mal? Dann tut mir das echt leid, aber... Ausgelassene Frames habe ich nämlich keine. Jetzt zum Beispiel, jetzt hängt das OBS. Volle Lotte. Ich glaube aber, das ist nicht OBS. Wartet mal, da muss ich gleich nochmal an den Rechner ran. Also hinten ran an den Rechner.
sondern das ist das HDMI-Kabel. Ich glaube, da bin ich rangekommen. Sekunde, machen wir gleich. Oh, der 8R fetzt, ey. Und er schaltet auch so geschmeidig, ne? Er schaltet richtig schön geschmeidig. Also wenn ich dran denke, gut, das ist jetzt Realität und Spiel, ne? Aber in der Realität, das E18-Getriebe von dem neuen RX, das war wie ein Genickschuss. Pff, pff, pff. Ja, das war richtig unangenehm. Oder Merch ins Spiel bringen, frag doch mal Chines. Ne, das geht doch als Mod jetzt. Da brauchen wir doch Chines gar nicht für. So. Erstmal fixe ich das mit dem HDMI-Kabel eben. Sekunde bitte. Eine Sekunde. So, schauen wir mal. Dr. Qualle, nur zur Info, ich weiß nicht, ob das mein Fehler, ein Fehler meiner Seite ist. Aber in der Modliste ist was mit den Tabellen falsch gelaufen. Gibt locker 80 Zeilen zwischen Skript. Oh, das habe ich vergessen. Du hast recht, das habe ich vergessen. Habe ich vorhin noch editiert. Das habe ich vorhin noch editiert. Aha. Skripte und Skripte. So. Jetzt passt's wieder. Sebastian, schönen guten Abend. Genau, Agrario hatte das irgendwie gesagt. LS-Portal hatte, ist das hochgeladen und laut seiner Aussage ist ihm das auch ja, quasi egal oder passt für ihn. So, mal gucken, ob er das Laggen oder das Hängenbleiben. Das kam nämlich nicht vom OBS. Wie gesagt, ich habe null ausgelassene Frames, sondern ich habe das HDMI-Kabel nochmal neu eingesteckt. Ich hoffe, dass wir das jetzt eliminiert haben. Oh ey, Real Light ist wirklich, das ist so geil. So, das bringen wir mal zurück. Dem LU-Hof. Im Übrigen, Freunde, kann ich euch zeigen, Beweis, habe ich dem LU... Ne, kann ich euch gar nicht zeigen, weil es hier an die Kosten mit eingeht. Ich hätte ja die Trecker ausgetauscht und das Konto gerade gezogen. Aber ich habe dem LU Rechnung überwiesen. Es waren tatsächlich nochmal 15.000 oder 16.000 Euro offen. Und da ich hier ein ehrbarer Auftraggeber bin, habe ich das Ganze überwiesen. Geht's heute eigentlich ins Grüne, wenn wir es schaffen, Gärriste fertig zu machen?
Also noch sind wir im Februar, dafür müssen wir in den März gehen. Für Silo Gras. Allrad, moin. Ach, das war so ein Riesenschiff, Alter. Guten Abend. Kleiner als drei. Dr. Neon, einen wunderschönen guten Abend. Die zweite Gabe Dünger weiß ich noch nicht. Das müssen wir Thomas fragen. Das kann ich persönlich tatsächlich nicht beantworten. Also die Jungs mögen das ja, wenn die Karte ausgenordet ist. Bei mir ist es gedanklich wirklich so, dass ich gerne die Map in Fahrtrichtung habe, genauso wie ich fahre. So stelle ich mir das halt auch im Kopf vor. Ich mag das so. So, ist das Hängenbleiben von OBS weg? Ja, ne? Ne, ist nicht weg. Scheiße, ey. Warum? Was ist denn das nun schon wieder? Ist es... Oh, ich krieg die Krise. Wartet. Ist es die 4K Capture Utility? Ich krieg die Krise heute. Also heute ist der Wurm ein bisschen drin. Bist du bei der Telekom? Nee. Am Internet liegt das jetzt auch nicht. Wieso? Wie kommst du da drauf? Start mal den Streaming-PC neu. Ich habe keine ausgelassenen Frames. Also das ist kein Lag vom Encoder. Aber zur Not könnte ich das dann natürlich machen. Was? Nee, wisst ihr was? Irgendwas stimmt hier mit der Kabellage nicht. Weil hier immer wieder ein USB-Gerät. Bild. Immer und immer wieder. Das ist, wenn ein USB-Gerät die Connection lost. Losted, wollte ich gerade sagen. Das ist richtig lost. Und wenn das dann die Connection wieder aufnimmt, gibt es so einen kurzen Lag. Das ist irgendein Wackeliger. Also, oh, macht, ja, wenn ihr drüber nachdenkt, macht niemals ein 2-PC-Setup. Die Kabellage, die ganzen Kabel, die Katastrophe hier. Wobei das mit dem zweiten PC auch gar nichts zu tun hat, sondern mit den 5 Millionen Eingabegeräten hier. Nee, Kiwi, das ist, also der, wenn ich Internetprobleme habe, würde der das anzeigen. Also das sind keine Internetprobleme. Na, obwohl doch, könnten es auch sein. Aber jetzt passiert das ja gerade nicht mehr. Also ich vermute eher die USB-Geschichten. Also ja, es kann immer sein, dass das Internet mit reinkickt. Aber wir haben hier... Standleitung, Glasfaser, also Glasfaserleitung, und die ist eigentlich sehr stabil, die Leitung. Hier ist ja auch kein Traffic und so drauf, aber ja, klar, es kann sein. Ich weiß gar nicht, welcher Anbieter dahinter hängt. Die Telekom ist es, glaube ich, nicht, weil die wollten hier übelst viel Geld für das Glasfaser. Also das Glasfaser gehört der Telekom, so wie immer halt, ne? Aber der Anbieter ist ein anderer. Wieso fahre ich eigentlich zur BGA? Der Wagen gehört doch dem Lohner.
weg jetzt, ne? Das hängen bleibt, oder? Naja, dann fahren wir hier einmal durch und bringen das Ganze zum Lohner hin. Ich brauche noch ein geiles Bild vom Achter. Na, jetzt leckt's schon wieder. Alter. Was sagt denn meine Milli-Dings-Zahl? Im Auge behalten. Ups. So, den legen wir hier erstmal auf die Gusch. Melonenbär, danke schön für deine 2 Monate. Vielen lieben Dank. Martin, Grüße. Baby. Das ist ein Bild. Ich glaube, das nehmen wir direkt, wie es ist. Ich mach mal Folgendes, Freunde. Ich werde mal eben ganz... Oh, jetzt habe ich wieder Probleme mit Elgato, Digga. Einmal F5 bitte drücken. Einmal F5 bitte drücken. F5, F5, F5. Jetzt geht das Stream Deck nämlich wieder nicht mehr. Ich könnte... Die scheiß Stream Deck Software hängt sich auch keine Ahnung wie oft einfach weg. Ich hasse diese Software. Die ist zum Kotzen. Nach Updates suchen. Du bist auf dem neuesten Stand. Zum Kotzen einfach. Es ist, für mich ist das Stream Deck aktuell kaum benutzbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, Steinux, das hat damit nichts zu tun. Sekunde, also Spiel läuft noch, ja, alles noch da. Ich kann noch meinen Stream Deck gerade nicht benutzen. Wie viele Probleme hätten Sie heute gerne? Fakes einfach nur ja. Hm. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Digga. Reagiert gar nicht, das Scheißding. Working Kamera ist draußen. Yeah. I know. Das Scheißding reagiert einfach nicht. Ich habe hier irgendwo einen übelsten USB-Leck drin. Und was ist, wenn ich am TV gucke? Das ist keine Tastatur. Das stimmt. Das ist problematisch. Naja, Stream Deck ist jetzt nicht am Start. Gut, dann leckst du mehr Dorm. Osch! Ich bin doch noch da. Hallo, lest ihr mich noch? Seht ihr mich noch? Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, das Problem ist jetzt gelöst. Sonst weiß ich auch nicht. Sonst muss ich wirklich den Rechner neu starten. Nee, Navi, das müsste ich mal machen. Weil das ist echt... Ich kann es nicht benutzen gerade, das Stream Deck. Alles klar, Mani. Bis später. Ich kann es einfach gerade nicht benutzen, das Stream Deck. Komplett nervig. Ich habe... Das lief so gut immer und neuerdings gar nicht mehr. Katastrophe. So, wo stellen wir den Wagen hin? Irgendwo hier hinter. So, ich freue mich schon mit dem 8R zu schieben. Habe ich Bock drauf. Wir haben ja... Ja, allzu lang ist das gar nicht mehr hin. Am Silo... Also bei der BGA nicht, aber bei uns müssen wir Grassilage machen. Aber spätestens bei der Ganzpflanzensilage.
Werden wir mit dem sicherlich auch schieben. Welche Mod hast du installiert, dass du die Kabine öffnen kannst? Interactive Control von Vertex. Das müssen aber die Fahrzeuge unterstützen. Ich glaube, es läuft. Naja, wir loben den Tag nicht vorm Abend, aber... Max, moin moin. Aber sieht erstmal gut aus, ne? Also, Stream Deck mittlerweile immer noch nicht am Start. Ist denn die Software mal gestartet oder sagt die sich, ach, leck mich doch fett? Ja, ne, die ist nicht gestartet. Warum auch? So, Software geht wieder. Recht herzlichen Dank dafür auch. Mann, Mann, Mann. Dann kann ich ja jetzt auch meine Setup-Cam wieder anmachen. Wunderbar. Also der Sound ist halt übelst geil, ne? Es ist halt kein passender Sound für den aktuellen. Wobei der ähnlich klingen würde, nur leiser. Sondern den habe ich einfach aus dem DINS 8R rausgenommen. Und hier reingepackt. Finde ich halt besser als wo fahre ich hin? Finde ich halt besser als Standard, ne? So, Tempomat haben wir hier auf 9. Ne, rückwärts. Dann noch bitte ein bisschen mehr. So, dann stellen wir den aber hier wieder beiseite. Weil brauchen wir jetzt nicht. Was steht denn hier eigentlich noch rum? Wem ist denn das Gefährt? 6930. Ist doch vom Alten. Ich verstehe das. So. Der lässt immer überall alles rumstehen. Schön. Einfach schön. Ich mag das neue Gesicht. Ich mag den alten mehr, aber es ist trotzdem ein schönes Fahrzeug. Wir switchen jetzt aber zu unserem 6R hier runter. Und werden ein bisschen Gülle fahren. Da können wir gleich einen 6R hier mal ein bisschen testen. Vor allem was die Leistung angeht. Er hat halt im DINS-Modell 300 PS. Hat jetzt hier nochmal eine Physikanpassung der Farming-Dudes drauf. Wie sich das verhält, weiß ich nicht. Wie ist dein Motto? Handgast zweimal rum und er gibt Kanone, ne? Die vorhergehende Anpassung von der Leistung her war von Adrian und war sehr gut gewesen. Deshalb bin ich gespannt, wie hier sich die 300 PS anfühlen. Was halt echt geil ist, also wir haben ja das CVT-Add-on und halt wie gesagt, wir können jetzt hier visualisieren, welche Beschleunigungsrampe drin ist. Das ist halt schon sehr geil und ich lass mal die... Ne, wir gehen hier definitiv hat ausmachen. Wo war das denn hier? Hat aus. Wir gehen hier definitiv auf Beschleunigungsrampe 2. Weil wir werden das ja gleich voll machen. Was wir jetzt hier natürlich noch gebrauchen könnten, wäre ein passendes Dashboard für Güllefässer etc. pp. Oder wir klauen das einfach aus dem Prefab der Farming Dudes raus. Wäre ja auch eine Option. Das würde ja eigentlich hinlangen, weil so wegen Füllstand vom Krone, ja, ist halt jetzt nicht ganz so der Brüller. Aber ich bin erstmal froh, dass wir hier überhaupt was drin haben. Boah,
diese Lichteinstrahlung, es ist... Nein, Beschleunigungsrampe ist nicht die Aggressivität des Joysticks. Beschleunigungsrampe ist vom CVT-Add-on und gibt an, wie stark das Fahrzeug beschleunigt. Ne? Also wir haben stufenlos Getriebe, Beschleunigungsrampe 1, er beschleunigt ganz langsam, Beschleunigungsrampe 2 schneller, 3 schneller und 4 am allerschnellsten. Allerdings nimmt er, wenn wir ihn voll machen, bei 4 dann auch Schaden. Ah, hier fühlt es sich wieder an wie... ja. Finn, moin. Hardy, moin. Nils, moin. Oh, der Misthaufen, Freunde. Schaut euch diesen Misthaufen an. Was war denn hier? So. Können wir das sehen, wie viel Mist wir haben? Mal schnell rausspringen hier. Stand das nicht irgendwo? Wie viel Mist wir haben? Keine Ahnung. Irgendwo stand das doch mal. Objektoptionen öffnen? Nee. Das ist auf jeden Fall extrem viel. Brauchen wir auch, weil wir das dann auf die GPS-Flächen drauffahren werden, wenn die fertig geerntet sind. 7R und 8R-Pack, 8R-Pack ist super lange auf einen guten 8RX gewartet. Ja, 8R muss ich noch zuletzt Test fertig machen. Also, ich habe es noch nicht gefilmt. Auch wenn es schon draußen ist, mir egal. Ich will es mit ins letzte Test rein haben und ein Video dafür fertig haben. Ja, sind sehr gut. Gar keine Frage. Auch sehr geil ist, wenn ich hier von der Parkbremse runtergehe. Einmal Allrad ist hier drin. Einmal Diffsperre ist drin. Und wenn ich hier in das VCA-Geschwindigkeit halten gehe, geht das Symbol an. PTO. Auch mit einem Stissel. So 21 Kubik. Da können wir noch 3 Kubik reingeben. Und dann bin ich heute sehr gespannt, was seine Leistungen hier angeht. Erstmal müssen wir noch die Tempomaten konfigurieren. Wenn wir den voll gepumpt haben. Jetzt ist er voll. Jo, moin. Tempomaten. Erstmal die Parkbremse ist drin. Dann Tempomat Stufe 1. Hier unten 10 km/h. Ist okay. Tempomat Stufe 2. Ja, ist auch egal. Tempomat Stufe 3 will ich auf 53. Genau. Das passt. Ja, und damit, Freunde, bleibe ich natürlich auch beim 6R. Weil damit ist er jetzt echt gut unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob der Kreuzhebel animiert ist. Ich glaube nicht. Das ist auch das Geile beim Kreuzhebel vom 7R von Marmeladenbrötchen, dass er auch animiert ist. Ist das der 6R, den ich neulich vorgestellt habe? Das ist ein 6R Large Frame von Dins. Der hier aber schon modifiziert ist, also sprich, der hat Dashboard Live reingekriegt. Der hat hier auch nochmal Anpassungen, also das ist aus dem aktuellen Marmeladenbrötchen rausgenommen. Weil Marmeladenbrötchen das einfach sehr geil umgesetzt hat. Ist aber dahingehend auch nochmal modifiziert worden, dafür gibt es überall keine Freigaben entsprechend. Ne? Also ist für den Spielstand hier angepasst, auch gerade mit DBL. So, dann gib ihm Beschleunigungsrampe 2.
Motorlast gehen wir quasi hier schon in den Boost rein. 90%, aber er kommt auf Geschwindigkeit. Kein Problem. Ich denke, die 300 PS, die passen. Ich weiß nicht, was er nominell hat. Ich glaube, im Multiplayer kann man sich das gar nicht anzeigen lassen. Jo, Bjarne. Habe ich was verpasst? Nö. Also ja, was wir noch machen könnten, wäre ein passendes einen passenden Gülle-Bildschirm, aber da könnte man eigentlich den von den Dudes nehmen. Das wäre passig. Ansonsten, ich habe gerade gesagt, er ist auf Beschleunigungsrampe 2. Er zieht durch, er hat Leistung, also die 300 PS scheinen gut zu passen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Was halt auch noch geil wäre, wenn man die Tür öffnet und hier die Beleuchtung angehen würde. Aber das sind alles solche Dinge. Ne, man kann ja, was wir ja machen können, ist hier entsprechend die Beleuchtung anzumachen für den Command Arm. Boah, Bruder. Komm mal wieder aus. Das können wir ja alles schon. Physikanpassung hat er drin. Das ist ja. Ich weiß auch nicht, warum das schon wieder so warm wird. Ganz ehrlich, es war so schön jetzt letzte Woche und so, ne? Auch mal kühler. Auch mal 18 Grad und sowas. Und ein bisschen über 20. Leck's mir am Arsch, ey. Jetzt werden das wieder 30. Dietrix, vielen lieben Dank für deine 3 Monate. Habe ich einen Lieblingstraktorhersteller? Nee, eigentlich nicht. Ich mag das alle, also ich mag die alle ganz gern. Ich mag John Deere irgendwie besonders gern. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das optische Ding, aber ich würde jetzt nicht sagen, dieser Traktorhersteller und sonst nix. Würde ich nicht. Also, ich finde die alle cool. Das geilste Bedienkonzept und das geilste Interieur, muss ich ganz ehrlich sagen, Fendt One. Das ist einfach sehr stimmig, es ist alles in Schwarz gehalten. Es sieht alles sehr modern aus, das gefällt mir persönlich halt sehr gut. Schlepper, die ich generell geil finde, ist 6R, 8R, das finde ich auch sehr, sehr geil. Aber ja, Fendt One hat so das modernste Interieur, finde ich. Ich meine, hier der Command Arm mit dem Command Pro Joystick auch schon toll, aber kommt halt nicht an dieses futuristische ran. So, es ist aber alles eine Geschmackssache. Ich hatte ja den 6R215 ein bisschen gefahren. Fühlte sich genauso gut an wie ein 700er. Hast du den 6R jetzt aufgerüstet? Es ist jetzt das aktuelle Modell von DINS plus Veränderung XYZ. Also einfach auf den Stand gebracht. Es ist noch ein 6250R und ich habe meine Betriebsstunden übernommen. 82,5, also ich hatte 80 irgendwas auf dem alten. Eigentlich müssten es über 100 sein. Ne, weil wir hatten den ja schon mal ausgetauscht. Und damit behalte ich den 6R jetzt auch. In diesem Projekt behalte ich den. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir in diesem Projekt noch eine weitere Saison dann schaffen. Wir sind jetzt in Saison 2. Das wäre auf jeden Fall komplett krank. Glaube ich also. Weiß ich nicht. Und dann vielleicht mal, aber wir haben jetzt 500.000 auf dem Konto und ich glaube, das investieren wir jetzt teilweise. Wir müssen mit dem Geld ja auch halbwegs übers Jahr kommen. Teilweise noch ein bisschen in Technik. Vielleicht eine andere Ballenpresse, vielleicht andere Bodenbearbeitungstools und so weiter und so fort. So, stopp. Okay, das passt. PTO-Symbol, sehr geil. So, uiuiui, das dauert aber jetzt ein bisschen. Warum durftest du den 6er beim Händler nicht auf der Straße fahren, aber den 9 RX schon? Ich habe keinen Traktorführerschein und der 9 RX ist bis 40 zugelassen. Und 40 km/h ohne Anbaugeräte darf ich ja fahren mit dem normalen Führerschein. Der 6R war aber ein 50-Läufer.
Und das darf ich halt nicht fahren auf der Straße ohne Führerschein. Was denn, Jesse? Oh, da flackert's noch ein bisschen oben links in der Ecke. Aber ansonsten flackert hier gar nichts. Gar nichts. Ich freue mich richtig, heute noch GPS probieren. Ah, also der Bjarne, wenn du noch im Chat bist, nochmal 1000 Dank für deine Arbeit. Es ist wirklich... Ja. Leon, moin. Meine Frage, ist ein aktueller Shader zum Download? Ja, ja. Also ich habe Ausrufzeichen Grafik, da ist alles beschrieben. Ich nutze Nvidia Spielefilter. Na, ohne Filter sieht das Ganze so hier aus. Also ohne Filter seht ihr schon, ist das Spiel Standard. Plus Relight. Wie ist dein Motto? Abgas zweimal rum und dann gibt Kanone, ne? Ich nutze noch Relight. Kann ich hier eigentlich den Sitz drehen? Was ist das denn? Seit wann kann ich den denn vor und zurück machen? Uha. Okay. Ja. Und so drehen. Das ist natürlich crazy. Franklin, moinsen. Du fandst den Sitz vom 9RX gut mit der Popo-Massage? Nein. Also der Sitz selber, ja. Der Sitz selber war geil und die Sitzbelüftung war sehr geil. Boah, hallo. Was ist denn das für eine Sonne? Das beides war sehr geil, aber diese Massagekullern in dem Sitz, die haben sich ja so lang gerollt. Das war irgendwie, ich weiß es nicht. Meines Wissensstand darfst du ohne T-Führerschein nur bis 25 km/h fahren. Primus, das ist falsch. Ich habe mich mehrfach rückversichert, 40 km/h ohne Anbaugeräte. Ohne Anhänger, ohne Anbaugeräte. Mit Anhänger nur 25 km/h. Selbstfahrer 25 km/h. Ohne alles 40. Hallo, welche Map ist denn das? Hast du einen Map-Tipp? Gerne was Deutsches ohne DLCs. Also das steht im Titel, was wir hier haben, hoffe ich doch zumindest. Wir sind auf der Lander-Zoom. Und, also Version 1. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob es im Titel steht, ich kann es gerade nicht sehen. Stanups vielleicht, Lander-Zoom V1, das wäre geil. Ansonsten Map-Tipp, Galgenberg. Galgenberg ist was Deutsches. Sehr schön. Also ich verstehe, dass ich spiele auch am liebsten deutsche Karten. Galgenberg ist eine fette Empfehlung, definitiv. De Boer würde hier mega gut reinpassen, zusammen mit dem Yogi. Yogi, Jesse, ist ja schon hier am Start. Und De Boer ist im Prinzip absoluter Ehrengast und immer gern gesehen, wenn er Bock hat. Aber er streamt da jetzt auch viel selber und ist bei sich im Spielstand unterwegs. De Boer kann hier immer mitspielen, das weiß er auch. Wenn du da 12 oder mehr Stunden drauf sitzt, ist die Massagefunktion ja schon mega. Ja, aber das ist ja nicht so eine richtige Massagefunktion, sondern es ist wie so eine Kuller, die sich langsam irgendwo lang bewegt. Also ich weiß nicht. Wo ist der neue Praktikant? Der war lange nicht mehr da. Vielleicht ist er auch bald wieder... Ich weiß es auch nicht. Yogi! Was ist mit dir? Mit Klasse B erhält man Klasse L. Genau. Genau wie Timo das schreibt. Genau so ist es. Ja, oh, Vasili, ist doch kein Thema. Also ich hab's... Auch aus Eigeninteresse. Oh, Alter, was ist denn das jetzt hier für eine Sonne? Oh, Bruder, das, ich habe ja kein Rollo. Scheiße. Also das ist ja... Also erzählt mir mal was, aber das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn los? Geht die Welt eigentlich unter? Jetzt mal ohne Scheiß, Freunde. Guckt euch das doch mal an. Habt ihr den Mond mal die letzten Abende beobachtet?
wie krass groß dieser Mond ist. Und kann mir einer erklären, warum diese Sonne jetzt so scheiß krass hell ist? Alter. Jetzt käme mir Moonfall. Boah, der Film war richtig scheiße. Ich habe mich richtig auf den Film gefreut, weil ich, ich gucke gerne so Katastrophenfilme und so ein Kram. Aber der war echt, also das war geil, wo der Mond ganz nah war, aber in Summe war der Film echt scheiße. Aber was ist denn das jetzt hier, Alter? Was ist denn, ich hatte hier noch nie so ein... Real Light, ja. Lol. Hab heute Nachmittag den Mond beobachtet. Der Mond ist den ganzen fucking Tag da. Riesengroß und gut sichtbar. Ich glaube, das war's, Freunde. So, wir holen den Rest ab vom Hof. Wir können aber hier... Oh, das ist so geil, Bjarne, Alter. Wir können aber hier in die... Das sehen wir jetzt natürlich nicht wegen Licht. Lol. Wir können aber hier in die Beschleunigungsrampe 2, 3. Wir sind leer, da fahren wir Beschleunigungsrampe 3. Oh, I love it, Alter, das ist so geil. Der Mond ist ja nur fake, den gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Ja, nee, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Mach mal die Sonnenblende runter. Ich habe hier eine... Ah, nee, Panoramatür habe ich gar nicht. Der Todesstern kommt näher. Auch eine Option. Oh, Aliens, Freunde. Also, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich sag's euch ganz ehrlich. In einem unendlichen Weltall sind wir niemals die einzige intelligente Lebensform. Niemals. Interessanterweise darf ich mit meinem Führerschein ausgestellt 1989 zwei LKWs bis 7,5 Tonnen fahren. Hat dafür für die Regelung für landwirtschaftliche Maschinen. Mein Vater beispielsweise, der ist noch ein bisschen älter als du, Martin. Der hat auch damals bei der NVA, bei der Nationalen Volksarmee, so hieß die Armee in der DDR, auch einen Führerschein gemacht. Der darf, glaube ich, also der darf so derartig viel fahren. Nur eben kein 40-Tonner mit Anhänger und so ein Kram. Mal abwarten, mal. Achso, wegen dem. Ja. Ob der Schnibbel 942er, weiß ich nicht. Also Schnibbel sagt, ihm ist der Dark Mode sehr wichtig. Und das verstehe ich auch. Mal schauen. So, war der Tempomat kurz raus. Die Russen haben doch den Mond gesprengt, habe ich doch neulich irgendwo gelesen. Lol. Bist du schwer beschäftigt, sonst teste ich mal eben die Horsch-Tiger 8 Meter auf dem Acker ausgeklappt und runtergelassen rutschen. Hab's gerade im Testspiel schon in der LOZ-Rea-Mods getestet und es rutscht nichts. Nee, komm hoch, also komm auf den Server, aber keine Feldbearbeitung machen. Also auf dem Acker ja, aber nicht in den Acker rein. Komm rein hier. Achso, soll ich auf dem, wollen wir, bist du, warte mal. Ich kann ja auch mal in den offenen Channel schon mal wechseln. Ja, kannst du auf dem Server, Dirk, kein Ding. Und kannst auch hier in Quatsch-Channel und, hast du nicht gesehen. Bei meiner Mutter steht auf dem Führerschein auch, dass sie C fahren darf, ohne dass das jemals gefahren ist. Ja, also, die alten Führerscheine sind halt geil, ne? Wie, ich soll das testen? Nee, ich muss noch eine Fuhre Gülle fahren, danach kann ich das testen. Du darfst, ja genau, ne, ich darf zum Beispiel, also ich darf nur B und L habe ich ja, ne, also PKW und eben, naja, wie wir es eben gesagt haben. Warte Dirk, ich teste das gleich. Das Ding ist, drängt es gerade sehr. Weil dafür müsste man wieder bis zum Shop. Aber wo du das schreibst, interessiert es mich eben auch. Überraschend, dass Track ER5 in der Sonne klappt. Die Sonne strahlt nicht auf dem Monitor. Die Sonne strahlt an den Monitoren vorbei hier, ne? Also bis, ja, weiß nicht, bis hierhin in etwa. Und dann hört die Sonne auf.
Also der funktioniert mit seiner Physikanpassung auch richtig gut mit dem CVT-Head-On. Tippitoppi. Oh, jetzt Radio lauter machen. Ja, er fährt halt natürlich nur 53, ne? Ein 60-Läufer wäre schon geil. Du schaust gerne Katastrophenfilme, High Alarm auf Mallorca. Nee. Günther Güller, Grüße. Nee, also auch sowas wie Megalodon, da ist schon, das ist wild. Ein 9AX zu fahren gehört noch zu den Wünschen, die ich bisher nicht erfüllen konnte. Martin, du musst nur die Strecke auf dich nehmen. Dann organisiere ich das. Wenn mal wieder was ist. Das kriegen wir hin. Aber ich sage dir, also geil auf der Straße ist das nicht. Also ganz und gar nicht. Das fühlt sich derartig... Auch das E18-Getriebe ist eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, Xerion ist klar. Jetzt bringt ja Case, bringt ja eine neue große Bude raus, Johnny auch. Beim John Deere bin ich mal gespannt, ob die das Getriebe überarbeiten. Beim Case weiß ich gar nicht, was für ein Getriebe drin ist. Die müssten ja auch ein Lastschaltgetriebe haben, oder? Also Hydrostat, das hält es doch gar nicht aus, oder? Ich weiß es nicht. Wirst du öfter in Teichröder sein? Weiß ich nicht, Flipflop. Und wenn, würde ich aber auch vorher nicht Bescheid sagen, weil wenn, dann haben wir halt einen Drehtermin und ja. Klaas legt jetzt mit Stufenlos beim neuen Xerion vor. Ne? Der alte Xerion ist auch stufenlos. Oder? Wie lange wirst du da auf der Landersung bleiben? Bis eine adäquate Karte am Start ist, auf der wir ein Multiplayer-Projekt machen können. Der Anspruch ist vierfach. Detailreich und so weiter und so fort. Und außer die Landersum, was ist herrlich mit dem Panoramadach. Außer die Landersum bietet das aktuell keine Karte, was wir so wollen. Na, wir wollen halt auch keine riesengroßen Flächen, sondern viele verschiedene. Wir machen halt hier im Spielstand die Vielfalt über die verschiedenen Flächen. Aber eine andere Leistung. Ich weiß gar nicht, der neue Xerion, bis wohin geht denn der? Die Agritechnica dieses Jahr wird echt geil. Also da werden ja wirklich, da wird ja jeder Hersteller ein neues Flaggschiff rausdonnern. Ich weiß, Jesse, aber die Galgenberg ist keine Karte, die für dieses Multiplayer-Projekt hier mit dem LU-Wohnzimmer geeignet wäre. Oh, hier müssen wir jetzt mal die Beschleunigungsrampe runternehmen auf 2, dass wir hier keinen Schaden nehmen. 585 PS, ne? Gut, das ist schon eine Ansage. Weil man muss ganz ehrlich sagen, also dieses E18-Getriebe, du musst es ja beim Anfahren kuppeln, das geht alles. Aber man muss dazu auch sagen, der 9RX, der hatte was, 6 Betriebsstunden runter oder irgend sowas. Also das Getriebe war, das muss alles noch ein bisschen einlaufen, aber das hat reingedonnert wie sonst was, also geil war das nicht. Die Galgenberg ist von... die Galgenberg ist geil, aber wir brauchen hier was eher Flaches. Bergig ist für uns nicht so. Also ich mag die Galgenberg. Ich finde die Galgenberg richtig, richtig geil. Aber eben nicht fürs LUWZ. Ich habe mich hier neu in meinen Spiele 6R verliebt. Es ist nicht der aktuellste 6R. Mit der neuesten Generation, aber... Mit dem Kram, den er jetzt hier drin hat, mit der DBL-Integration, oh, gehört halt aufs Feld mit schweren Zuckerbeinen. Da ist wieder was anderes. Definitiv. Und ich hoffe, ich werde das auch noch erleben.
im Feldeinsatz. Und klar, da fühlt sich das Ganze ein bisschen anders an und... Aber das Getriebe ist da trotzdem nicht... Also das ist geil, es hat Zugkraft ohne Ende. Aber ich weiß es nicht, so ein stufenloses Getriebe... Wer steht dort hinten? Ach, keine Ahnung. Nee, das ist ja auch richtig, Martin. Das stimmt schon. Aber mir hat jemand, ich glaube in den Kommentaren war das, hatte jemand geschrieben, dass das Vorgängermodell fährt und mit Komfort, das hat auch nicht viel zu tun, weil klar, wenn du krasse Unebenheiten hast und bis das Gefährt mal in die Unebenheit kommt, dauert es schon, aber bequem ist das dann nicht, ja. Also so ein Komfort, wie das ein 700er hat oder ein 8R, keine Chance, hat so ein Ding nicht. Geht auch mit den Wandlaufwerken gar nicht. Good morning. Hallo, hallo, hallo. Komfort ist bei den Raum, wo eher noch Entwicklungsaufgabe. Ich weiß nicht, ob du da jemals so einen Komfort reinkriegst wie in Luftreifen. Also und mit entsprechender Achsfederung und kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, wenn der auf dem Feld läuft, in der Bodenbearbeitung. Da bewegt sich auch im Innenraum auch wahrscheinlich einfach gar nichts. Ne, selbst wie halt hier der Marcel auf den Feldweg reingedonnert ist von der Straße. Also ich auf meinem Besucherhocker musste mich gut festhalten, aber auf dem Hauptsitz passierte da auch gar nichts. Horst Joker sollte funktionieren auf der LUWZ-Karte. Ich hatte im SP eine andere Version. Mit der LUWZ-Ordner rutscht sie nicht mehr. Ich probiere das gleich, Dirk. Ich habe jetzt hier den letzten Anhänger, fahre das Fahrzeug zurück zum Hof. Und dann miete ich mal über die Gemeinde die Joker. Allerdings ist die Joker... Also ich kann die nicht bedienen. Das kann maximal der Lohner. Selbst bei deiner Kiste wird es schon schwierig. Auf dem Feld ist Raumantrieb am komfortabelsten. Auf der Straße sehr holprig. Ich würde es gerne mal auf dem Feld fühlen und ich glaube, das werde ich auch noch. Nee, ich dachte, Fan, da geht das. Oh. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Das sind alle seine Vor- und Nachteile, ja. Aber was ich jetzt nicht weiß, sag mal... Freunde, hör mal, die, die Fensraupen, werden die noch gebaut? Hier die 1100 und so weiter und so fort? Gibt's die? Sind die noch im Portfolio? Weil ich habe neulich ein Bild gesehen, das war schon die Schnauze vom aktuellen 900er. Also soweit ja. Aber ob die, werden die aktuell noch gebaut? Ach, Marmeladenbrötchen, moin. Die Trixie ist nicht mehr. Während mein Fahrzeug pumpt und das dauert eine ganze Weile, recherchiere ich das eben mal schnell. Laut Konfigurator, ja, okay, dann brauche ich es nicht recherchieren. Okay, krass. Weil ich es gerade sehe, wir haben bei mir auf meinem Discord-Server... Dankeschön fürs Follow. Wir haben bei mir auf dem Discord-Server ein Ticketsystem eingeführt. Das Ticketsystem ist dafür gedacht, falls ihr wirklich nicht mehr weiter wisst. Und dann gilt halt auch natürlich immer, wenn ihr ein Ticket aufmacht, genau lesen, was zu tun ist. Aber wenn ihr ein Ticket aufmacht, schreibt bitte relativ zeitnah dann auch genau hin, was das Problem ist und hängt gleich eure Lok mit dran, ja? Einer aus dem Support oder wie auch immer wird dann das Ticket claimen und euch helfen. Welche Geräte sind bei dir jetzt ein- und ausgegangen? Joystick, aber das liegt hier, glaube ich, an der Statik des Teppichs und an den schlecht geschirmten Verlängerungskabeln. Ich habe wirklich billige Verlängerungskabel geholt und die sind scheiße.
Die sind richtig scheiße. Hast du schon mal geschaut wegen dem 7R-Gewicht? Nein. Kann ich aber gleich machen. Erstmal pumpen wir den Wagen hier leer. Dann fahren wir den zurück zum Milchviehbetrieb und dann fahre ich zum Händler. Und dann können wir das im gleichen Atemzug direkt nochmal ausprobieren. Denn das Pack von Marmeladenbrötchen haben wir ja hier dabei. Der 8R steht ja da hinten. Den habe ich ja schon ausgetauscht. 7R war Adrian sehr, sehr interessiert dran. Ich weiß aber nicht, wie Adrian das finanziert, weil ich durfte ja auch keinen anderen schleppen. Dafür habe ich jetzt einen schön ausgestatteten 6R. Das macht mich glücklich. Das ist alles schön und gut. Was sind das hier eigentlich? Moment mal, ist das das komplette Kabinenlicht? Ah, ich habe doch hier einen Schalter fürs komplette Kabinenlicht. Okay, nevermind. Und das hier ist nur die Armlehne. Okay. Aber das Kabinenlicht geht nicht an, wenn die Tür aufgeht. Das müssen wir noch einbauen. Ja, es gibt immer wieder Leute, die sind neu im LS und jung vor allem und da sind die Tickets immer nicht so gut beschrieben. Aber ein Ticketsystem war ein Wunsch vom Support und ja, dem bin ich nachgekommen. Ich glaube, deine Prime Sub Benachrichtigung geht nicht. Icarus. Icarus vor einer Stunde mit Prime. Wie heißt der 6R? 6R? Das ist der von Dins. Müsste nochmal jemand mit Prime reinzappen. Ausrufezeichen Prime. Um es zu testen. Okay, leer. Wir können zurück zum Hof fahren. Nein, das ist der 6R von Dins, aber so wie er hier läuft, mit den Anpassungen gibt es den nicht. Flexfarmer, moin. Was ist an dem 6R verändert? Dashboard Live. Von Marmeladenbrötchen, die DBL-Geschichten wurden hier eingebaut. Dann haben wir Dashboard Live auch hier in den Symbolen. Ne? Wenn ich jetzt auf VCA halten gehe, zum Beispiel ist das Pedalsymbol aktiviert. Wir haben hier die Beschleunigungsrampen dargestellt. Naja, und so weiter und so fort. Physikanpassung hat er drin. Die müsste es von den Dudes aber schon geben oder kommt noch? Ja. Twitch Prime ist kostenlos. Einen schönen Stream wünsche ich, D. Mindday, Dankeschön für deine 17 Monate. Primes hat funktioniert, die Dings. Dankeschön für deine 17 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also der Prime Alert funktioniert. Da brauchst du aber früher oder später noch einen 4640 Isobus-Monitor. Das jetzt verbaute 2630 mit der GPS-Seite vom 4640 passt da doch nicht zusammen. Naja, es ist ein schöner kleiner Fusch. Es ist ein schöner kleiner Fusch. Aber ja, vielleicht kann ich das dann an Bjarne nochmal weitergeben, dass wir dann 4640 reinbauen. Ich find's aber erstmal okay. Ich find's schön, das erstmal hier in dem 6R drin zu haben. Weil, das muss man dir halt lassen. Du bist der Erste, der sich halt wirklich richtig schön
an die DBL-Sachen ran wagt. Guter Fisch ist keine schlechte Arbeit. Genauso ist es. Also, was die Bordcomputer und so angeht. Und das finde ich sehr geil. Sehr geil wäre natürlich auch über kurz oder lang noch irgendeine Page für Gülle. Zubringer, Fass. Das wäre noch ganz nice. Aber so arbeite ich jetzt halt aktuell hier mit dem. Das geht natürlich auch Ladewagen. Aber soweit, so gut erstmal. Man kann ja nicht alles an einem Tag machen. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Und ein 7R8R-Pack kommt sehr gut an, glaube ich. Ich musste mir gestern bei Vertex auch anhören, dass der Standard MAN kein Navi hat. Ich habe es trotzdem eingebaut. Ach Leute, ist nicht dein Ernst. Hat man jetzt also bemängelt, dass im Reellen der MAN kein Navi hat? Warum hat denn ein MAN, ein Standard MAN kein Navi? Wer erzählt denn sowas? Warum soll denn der kein Navigationsgerät haben? Verstehe ich nicht. Repi Gaming war neulich bei mir und er bezeichnet seinen Fanpack auch als Fusch. Unfassbar geiles Pack, aber so denken Modder über... Das ist so. Ist so. Jeder Modder sagt, ach naja, das habe ich so. Naja, ist so. Ja, weil Navi Aufpreis ist, aber das heißt doch nicht, dass ein MAN das nicht drin haben kann, oder? Also ich verstehe jetzt diese Kritik dann nicht, die es auf dem Vertex dann gab. Check ich nicht. Nicht in der Mittelkonsole? Na klar! Mal Euro Truck Simulator 2 gespielt? Na klar gab es da Navigation drinne. Stopp! Halt, stopp! War aber nicht ganz ernst gemeint. Ja, das denke ich auch. Also, das ist MAN. TGX. Was ist denn das für ein Baujahr? Sagen wir 2014. Navigation. Oh, geiles Bild. Also, weiß ich nicht. Kann wohl nicht ernst gemeint gewesen sein, ja. Also bei meinem Scanner bekommst du Speicherkarte und die steckst du ins Radiodisplay. Das wird bei MAN nicht anders sein. Und also, ich weiß, klar haben die Navigationsfunktion. Ob jetzt standardmäßig oder nicht, aber... Also... Ich wüsste auch... Also, sorry, also... Mein Vater hat damals 1997er Audi A6 gehabt, der hatte Navigation drin. Warum sollte das ein 2000, keine Ahnung, 12, 13, 14er MAN nicht können? Also, das ist... Weiß nicht, wie sie das gemeint haben. Garmin-Navi mit Saugnapfscheibe, aber das mit PKW und dann in der 4 Meter, an der 4 Meter Brücke rangedonnert. So ein Ding. Also Adrian, wenn du dieses Uncut hier sehen solltest, was bitte ist an diesem Relight nicht geil? Digga, das ist doch übelst geil. Oder was? Also das Relight jetzt hier im Reellen ist jetzt nicht so geil. Und Scheiße, da muss ich überall Blessés ranbauen. Oh, nee, ey. Oh, nee. Aber in dem gleichen Atemzug könnte ich mir mal ein On-Air-Schild ranmachen. Weil, wisst ihr, was auch krass ist? Erstens mal, wie langsam... Jetzt geht das Stream Deck schon wieder nicht, doch. Twitch Prime ist kostenlos. Nee, Finanzamt. Du nur Forskoda. Leck mich am Arsch, das ist da hinten. Nee. Das kann nicht sein, dass Bjarne das so weit influenced hat. Never ever, Alter. Never ever. Dort drüben ist eine Fensterscheibe. Und ihr glaubt gar nicht, Licht ist an.
ich spreche hier so in mein Mikrofon rein, Licht ist an, man sieht hier das OBS, also das siehst du auch von da draußen, und die Leute stehen vor der Scheibe. Und gucken, ob sie reinkommen können und klopfen. Nein! Nein, könnt ihr nicht! Nein! Ihr merkt schon, mein Mindset ist zurzeit echt scheiße. Ich geb's auch ehrlich zu, erstmal Finanzamt, Dankeschön für deinen zweiten Monat. Ich geb's doch wirklich zu, ich bin zurzeit ein richtiger Ningler. Aber ich kann auch langsam nicht mehr. Die stemmen hier die Bodenplatte mit dem Presslufthammer auf. Währenddessen die... Stream Deck, wieso reagierst du so langsam? Währenddessen die zwei Etagen tiefer irgendwas mit der Kreissäge machen und ein Alarmanlagenfunktionstest heute gemacht haben. Und dann fahren hier auch noch Gabelstapler rückwärts. Piep, piep, piep. Ich kann langsam nicht mehr, Freunde. Es bricht mich. Es bricht mich. Dieser Ort bricht mich. Einzig und allein am Abend hier ist es schön. Da ist Ruhe. Brandschutzübung im Stream. Was denn für eine Brandschutzübung? Hier ist außer mir niemand mehr. Wenn es hier brennt, war's das, kriege ich doch nicht mit. Ja, ich bin ein bisschen... Es ist so, ich bin zurzeit ein bisschen durch. Ich habe das aber auch schon mal gesagt. Ich glaube, also jetzt Real Talk. Im letzten Stream oder so irgendwann. Oder Donnerstag. Ich bin auch mental aktuell... Ist jetzt nicht meine Bestform. Sag ich auch offen und ehrlich. Also ich bin momentan gar nicht so gut drauf. Also jetzt habe ich Spaß. Jetzt ist alles geil so, ne? Also jetzt wirklich jetzt. Und ich bin auch nicht im Eimer oder so, aber ich bin einfach mental, es ist gerade alles sehr viel irgendwie. Weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Wo kann ich Blinker umlegen im LS? Na, in der Tastenbelegung. Blinker links, Blinker rechts. Müsste doch in der Lichtsteuerung mit dabei sein. Was mache ich denn? Nee, den will ich nicht andocken. Wir fahren zum Shop. Aber hier, jetzt machen wir Beschleunigungsrampe. 4. Volle Lotte. Ich weiß, Martin, ich weiß. Also ich bin Freitag zum Beispiel... bin ich ins Wochenende gegangen. Also meine Freundin ist ja weggeflogen mit ihrer besten Freundin. Haben die sich ein paar schöne Tage gemacht. Und ich hatte... das Wochenende mit meinem Sohn. Und das war auch wirklich sehr schön. Wir haben viel unternommen, wir haben schöne Ausflüge gemacht. Bin ich auch wieder besser drauf. Aber ich bin in den Freitag, ich saß Freitag hier. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was zustande bekommen habe, ganz ehrlich gesagt. Ich saß hier, ich war völlig im Eimer. Ich war wie gelähmt, völlig im Eimer. Ich war so beschissen drauf. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts. Und dann natürlich das Wochenende allein mit dem Kind, dachte ich mir in der aus. Also ich liebe meinen Sohn. Aber ich dachte mir, scheiße, muss das dieses Wochenende sein? Glücklicherweise war es aber so, dass dieses Wochenende echt gut war. Wartet mal, apropos, die rufen gerade an.
So, Freunde, das war die Familie. Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, zack. Sorry. Also, was heißt sorry für die Familie? Möchte ich mich jetzt nicht entschuldigen, aber naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich war völlig im Eimer und dann ging das Wochenende mit meinem Sohn los. Was piept's hier? Nee. Und dann habe ich mich wieder gefangen. Das war Balsam für die Seele. Ach hier. Calimero. Calimero, wenn Leute psychisch oder mental nicht so auf der Höhe sind, das sei dir mal ganz kurz gesagt, macht man sich darüber nicht lustig. Das heißt auch nicht Mimimi-Tag oder sonst irgendwas. Finde ich absolut nicht witzig. Ich weiß, du meinst das sicherlich nicht ernst, aber darüber macht man noch keine Scherze. So, wir sind auf dem Weg zum Händler. Dirk möchte gern was ausprobiert haben. Trecker ist 6R von Dins Basismodell plus diverseste Anpassungen. Twitch ist kostenlos. Moin, wollt mal schöne Grüße bestellen, da es schon 2 Jahre her ist, dass ich mich gemeldet habe. Damals noch in der Schule und heute gelernter Landwirt und am krass. Studium dran. Viel krass. Spaß noch. Kloppation, Dankeschön für deine 3 Monate. Und hey, geil. Also super, krass. Schön, dass du da bist. Also auch nach langer Zeit und so. Also geil, wirklich. Vielen lieben Dank für deinen Support und freut mich. Freut mich immer, wenn ich Leute oder Zuschauer an meiner Seite habe, wo man den Weg beobachten kann. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Finde ich geil. Sehr schön, freue ich mich. Wir gehen pleite. Ich kann es nur mit Humor nehmen. Wenn ich meinen Humor aufgebe, kann ich mich ins Grab werfen. Ja, es ist schwierig, seinen Humor immer zu behalten. Manchmal geht das einfach nicht. Und auf Zwang erst recht nicht. Aber ich sag mal so, Geld ist nicht alles. Es macht vieles einfacher. Aber wenn man einmal sich auf den Hosenboden setzt, lernt man gewisse Bereiche des Lebens anders kennen und schätzen. Die LEDs vom CVT? Nö. Also minimal, siehst du das? Minimal könnten sie noch etwas höher und etwas weiter rechts. Wenn du den Screen machen möchtest, Jana? Also minimal, wenn dann nur. Servus, was steht an? Dominik, wir werden heute weiter noch Gülle fahren. Ich teste jetzt erstmal im Shop noch was und dann kommen bestimmt auch bald die ersten Leute rein. Specknacken, Digga, moin. Hä? Was meinst denn du, Jesse? Was, hä? Von was sprichst du? Ich meinte eher Calimero. Also ich bin jetzt nicht böse auf irgendjemanden hier, aber was? Um was geht's? Ja, aber also Bjarne, dafür, dass du ohne Headtrack, also hier nur im oberen linken Bildschirmrand zwibbelst ein bisschen. Ansonsten flackert halt gar nichts, so zum Beispiel, ne? Die liebe Valencia, Dankeschön für deinen Raid. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Servus. Grüß dich, Valencia. Also, der Dirk hätte gern was getestet. Dafür gehen wir auf die Gemeinde. Dirk hätte gern getestet. Horsch. Was hat er denn gesagt? Joker oder Tiger? Kann ja nur die Joker gemeint haben, oder? Dirk? Dirk? Oh. Dirk?
Dirk? Dirk? Hallo? Joker? Ich starte die mal voll aus. Das ist alles okay. Joker, hm? Wir mieten die hier mal. Muss ich beim CVT noch etwas beachten? Wenn ich die Zip in den Motor schiebe, wird mir das nicht angezeigt. Achte bitte darauf, beim CVT, dass du auf die Releases gehst und nicht das Master-Archiv in den Mod-Ordner packst. Mann, ich mache mir gerade Kaffee. Mit ja, das ist doch schön. So, also auf Asphalt ist schon mal alles gut. Das Ding ist so Porno, hä? Einklappen, dann fahren wir schnell aufs Feld. Bin zwar kein großer John Deere-Fan, aber so ein 8RX wäre doch was. Auf dem Acker auskommen. Ja, mache ich. Hm, okay, ich guck nochmal. GitHub ist sehr unübersichtlich. Gebe ich dir absolut recht. Ich helfe dir. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. La 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 la. Wir gehen. Hier, Releases auf der rechten Seite. Und bei Releases hast du die neuesten Versionen und gehst dann hier auf dieses Zip. Und das einfach nur in den Mod-Ordner. Das passt dann. Ja, ich gebe dir völlig recht. GitHub ist, wenn du noch nicht oft da drauf warst, unübersichtlich. Ist so. Also, was heißt unübersichtlich? Ungewohnt. Sagen wir ungewohnt. Mit dem Gewicht, Maxi, das Maximilian, das testen wir gleich. Jetzt nochmal schnell Joker, weil die Joker... Ich weiß jetzt nicht, ob in der Vollausstattung, das müssen wir uns mal angucken. Die wäre eine Option, die wir uns kaufen wollen als Milchviehbetrieb. So. Steht wieder eins. Steht wieder eins, hier rutscht nichts. Ich will die jetzt aber auch nicht ablassen. Vielleicht rutscht die, wenn sie abgelassen ist. Wenn ich aber ablasse... Oh, Alter, das ist auch schon wieder... Mh. Oh, oh, mh, oh. Nee, war bei mir auch in dem Zustand. Okay. Nee, dann kann die ja wieder weg. Aber dann muss ich jetzt nochmal schauen. Wenn wir die kaufen wollen, besprechen wir dann. Nee, das besprechen wir dann. Leck's mir am Arsch, ey.
McLoire, Dankeschön für deine 4 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, was wir jetzt testen, soll noch ein Bug sein vom 7R8R-Pack von Marmeladenbrötchen. Was steht denn hier eigentlich alles rum? Das war da auch von uns, oder? Neuer Schlepper? Ne, das ist mein 6R. Wir haben ihn jetzt allerdings geupdatet auf die Version von DINS. Mit DBL-Anpassungen etc. pp. Es ist immer noch 6R250. Und dabei bleibt's auch erstmal. Das hier ist BGA Ackerbaubetrieb. Okay. Wozu habe ich die denn gekauft? Und das hier war unser Bomech-Gestänge, ne? 21 Meter. Braucht man ja eigentlich auch nicht mehr. Oder? Naja, für die Wiesen könnten wir es behalten. Oder wir gehen auf alles auf 24. Also, ich bin noch auf der Dings. Ja, bin ich. Also, was hier nochmal der Punkt war, beim 7R vom Marmeladenbrötchen. Der hat 12,6 Tonnen. Und man kann den normal konfigurieren und hast du nicht gesehen. Und Fronthydraulik plus Zapfwelle 13 Tonnen. Im Übrigen hat Marmeladenbrötchen auch gesagt, die Preise sind wie aus dem Konfigurator. Also so viel kosten die Karren jetzt. Mit 3 Punkt. Jo, 3 Punkt habe ich. 3 Punkt habe ich und wir sind... Oh, wartet mal, ich muss den Pixel-Chat noch hier in die Facecam mit reinsetzen. Wir haben immer noch 13 Tonnen. Okay, Radgewichte, warte. Radgewichte sind drin, 16,3 Tonnen. Alles wieder auf Standard, 13 Tonnen. Ach, und dann kaufen. Okay, warte. Radgewichte, 3 Punkte, so haben wir. Dann kaufen, okay. Habe ich? Was soll ich tun? Nee, Lukas, das ist ja nur eine Beklebung. Oder? Ist das nur eine Beklebung oder war es noch mehr? Konsole öffnen. Ups. Das ist aber mein Fehler mit dem Sound. Das ist mein Fehler, da habe ich was falsch gefuscht. Warum seid ihr eigentlich alle mit dem gleichen Fass gefahren? Ich finde es irgendwie unrealistisch. Luca, weil wir das von den Farming-Dudes haben, das hat eine Realismus-Anpassung. Und das haben wir in gleichem Atemzug alle getestet. Jonas, nein, habe ich schon wieder vergessen. Maximieren, Konsole öffnen. Was soll ich in der Konsole machen? GS Vehicle. Vehicle Analyze oder was? Oder Debug. Was? Analyze oder? Wie gesagt, der Arrow, der da drin steht, das ist mein Fehler. Debug. Okay. Und jetzt? Oder ein 1050 Vario? Viel zu dick für uns. Viel zu dick. Und dann Shift 2. Jetzt hängt bei mir... So, okay, ja. Haben wir? 9,6 Tonnen. Maximieren, stopp. Das, was im Shop steht, das ist nur eine Angabe. Das, was der jetzt hier entsprechend hat, hat mit den Werten, die im Shop stehen, nichts zu tun. Und es geht ja darum, ein Fahrzeug... Wenn du kannst nicht 1:1 realistische Werte nehmen. Weil dann fühlt sich das Fahrzeug mit der Spielmechanik nicht mehr gut an.
Ne, also das tatsächliche Gewicht hat mit dem Gewicht, was hier drin steht, gar nichts zu tun. Genauso die PS-Angabe. Ja, hier kann stehen, das Ding hat 517 PS und im Debug stehen dann halt 600, 700, damit das vernünftig fährt. Jetzt nimm die drei Punkte weg. Ja. Warte. Leck's mir am Arsch, ey. Ahoi. Die drei Punkt weg. Wo war sie denn? Korrupter Inder, moin! 35 Monate, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Radgewichtetasche, wenn ich will, den Green Star. So. Zurück auf Standard. Tonnen. Tonnen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich verstehe. Also mit dem Gewichteträger hat er 8 Tonnen. Und wenn du das zurückkonfigurierst auf Standard, hat er dann auf einmal 13 Tonnen. Das ist, glaube ich, gemeint mit dem Bug. Okay. Ja, Marmeladenbrötchen ist ja hier im Chat. Ich weiß nicht, ob das so sein muss, weil, wie gesagt, Dirk, was? Dirk, wovon sprichst du? Es gibt hier keine Musik. Ich weiß nicht, was bei dir für eine Musik läuft. Was hier gemacht wird, damit sich das Fahrzeug vernünftig anfühlt, muss nichts mit dem Realismus zu tun haben. Wie findet man sowas raus? Na, durch Testen. Wie gesagt, wie kriege ich denn das jetzt wieder aus? Vehicle Debug. Wie kriege ich denn das wieder weg? Shift Runs, Shift 2. Ich will es wieder aushaben. Wie geht das wieder aus? Hilfe! Enter nochmal. Das steht aber immer noch da unten. Set to none. Dankeschön. Okay, Fehler erkannt. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob es ein Fehler ist, aber ja. Ja, auf dem DD-Server ist immer alles anders. So, das hier kann Dashboard Live. Das muss halt verbaut sein. Und im aktuellen 7R8R-Pack von Marmeladenbrötchen findest du genau das. Beziehungsweise ist das dann... Hoppla. Beziehungsweise ist das dann genau hier auf dem Hauptbildschirm drauf. Und dann könnten wir... Ach nee, das haben wir ausgebaut. Okay. Ne, Maximilian, alles gut. Also, gern. Was denn für eine Musik? Hier läuft keine Musik. Ich weiß nicht, was für eine Musik bei euch läuft. Lieber Uncut-Zuschauer, läuft hier irgendeine Musik? Ich weiß nicht, von was hier gesprochen wird. Hier läuft keine Musik. Über das Alter wird Nils keine Aussage gegeben. Selbst, also du kannst ja Twitch nutzen und so, aber bedenkt immer, sie hat hier nichts verloren. Nicht zwingend. Hier läuft keine Musik. Ich höre keine Musik. Mensch, hier läuft keine Musik.
Ey, wieso sagst du... Oh, jetzt geht... Wartet mal, jetzt geht wohl schon wieder... Jetzt geht das schon wieder nicht. Mein Fußpedal geht nicht. Ich raste aus. Dirk, ich bin sofort da. Sekunde. Hat der Holzfahrer... Hä? Nein. Hä? Nein, hier läuft keine Musik. Ich höre keine Musik. Oh, Leute, seid ihr alle auf den Kopf gefallen? Oh, ich glaub's nicht. Alter. Ach, Dirk. Der Chat ist heute auch nicht auf der Wurstpelle. Ist der nicht... Hätte ich mal nichts gesagt, Alter. Ist schon blöd, wenn der Streamer nicht merkt, dass da Musik läuft. Ja. Leute. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, läuft doch. Wie geht's dir denn? Musik, welche Musik denn? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Das ist sehr schön. Jo, das hi. Mir. Martin, servus. In dir bin es, Voice ein. Du bist total abgehackt, oder ist das wieder nur bei mir so? Naja, klang gerade ein bisschen so. Okay, ich hoffe, es bessert sich. Naja. Ah, ein bisschen, ja. Okay, sonst muss ich das Headset wechseln, gegebenenfalls. Nee, ist okay, ist okay. So geht's, so kann ich verstehen, so kann ich auch was hören. Ja, okay. Weil ich bin per Handy drin und das kann schon mal klingen. Nee, das klingt im Regelfall besser als beim Laptop. Das hatten wir bei deinen Videoaufnahmen schon mal so, dass... Ja, das hatten wir schon mal. Oh, ja, da habe ich aber für die letzte Textsequenz die Aufnahmeauflösung geändert. Genau, da war's gut. Ich habe mich verfahren. Leute, ich weiß, was hier im Stream läuft und was hier nicht im Stream läuft. Ich höre auch, was hier im Stream läuft und ich weiß auch, was vielleicht nicht geroutet wird. Welche Spur und so weiter und so fort. Ich habe hier alles im Griff. Ich sehe alles, ich höre alles. Jetzt müsst ihr doch mal die Ironie in der Sache verstehen. Ja Gott, nochmal. Wenn ich sage, hier läuft keine Musik, dann ist das... Ja, Ironie. Du kannst halt Ausrufezeichen und Einsen so schlecht aussprechen. Ja. Ah, ich kriege hier gleich die Krise, ey. Warum? Ja, weil ich jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal diesen scheiß Server joinen will und immer fehlen mir irgendwelche Kackmods. Immer alles neu runterladen, habe ich doch schon immer gesagt. Ah, hatten Sie einen Bruder, das hat sich aber schön von Ihnen zu hören. So, und Chat, jetzt fragt euch doch mal, warum man hier nicht klippen kann, hä? Klingelt's da irgendwo? Mann, Dirk, Alter. Wirklich. Ja, halt die Klappe, Mann. Dafür kannst du mir deine A50 auch direkt schenken, Digger. Ja, genau. Nee, ich bin's hier. Ja, ich weiß nicht mehr, wie es zum Hof geht. Ich hab keine Ahnung. Da läuft auch keine Musik. Ne, eben Xenox, die habe ich auch kennen. Das geht jetzt den ganzen Abend so, Alter. Nee. Ja. Ah, ich bin halt ein doofer Streamer, der nicht checkt, was hier läuft. Ist halt so, ne? Ist schon blöd. Ist schon blöd, wenn manche Zuschauer da die Ironie nicht ver... Oh, ich weiß es nicht, ich bin wirklich nicht in der Laune für solche Scherz. Ich auch nicht. Nein, Chat, ihr wisst doch, das Thema Musik ist immer schwierig. Läuft da eigentlich Musik? Ja. Nein, eben nicht, weil es ja schwierig ist. Ihr müsst da mal bei euch bitte die Browser checken und euer Dings hier. Ich weiß nicht, was bei euch läuft. Ihr könnt doch im Uncut nachschauen, ob da Musik läuft, ja? Genau. Im Uncut läuft keine Musik. Na, so, eben, so. Mann. Selbst ich habe das schon probiert. Beziehungsweise kapiert. Lass mich jetzt in Ruhe, im Scheiß. Ja. Geh mal das Grüßen. Ja. Keine Musik ist Spannung, das ist eine Rückkopplung. Ja, genau. Gruber Poke, Dankeschön für deinen zweiten Monat. Und Ill, moin, moin. Oh, endlich. Könnte gleich dann tatsächlich irgendwie eine Synchro kommen. Herrlich. Ja, sorry, ich habe jetzt meine gerade anzukündigen. Kein Ding. Ich bin's hier gewohnt auf dem Server. Jesse, wir sind doch hier kein Casino. Was möchtest du denn hier gerade schon wieder alles machen? Ausrufezeichen, Roulette. Sag mal, hör mal.
Ich habe Kopfschmerzen jetzt. Dirk, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Glück auf! Ich kann das verstehen. Auf. Ach du Scheiße, Alter. Wer ist das? Wer ist das und was macht er hier? Herrlich. Herrlich. Ich dachte, ich kann mal zwei Stunden helfen, ja, dass es mal vorwärts geht. Ich will endlich ins Grün. Na, ist doch richtig. Ah, oh, ist das lecker. So ein schöner Kaffee oder was? Latte Macchiato, bitte. Hast du eine neue Maschine geholt oder wieso machst du dir jetzt Kaffee? Ja, schon lecker. Ist wenigstens eine Jura? Zwei Wochen oder so. Ja, ja. Ah ja, gut, okay. Ich wollte dich eigentlich gerade beschimpfen, aber es entfällt dann. Hetzen. Nee. Na ja, klar. Wieso? Ist halt so, wenn eben das Geld aus dem Arsch wächst, muss man sich eben eine Jura-Kaffeemaschine holen. Ne? Nee, oh. Ist auch in den vernünftigen Ausführungen schon günstiger, ne? Ja, also. Klar, natürlich. Wollte gerade sagen. Und außerdem, die Art oder der Kaffee selbst schmeckt, ja, egal aus welcher Jura-Maschine, immer gleich. Ja, gut halt, ne? Ja. Ja. Aber auch nur so sagen. Ja, ist so, ist so. So. Da ist mein Treckerchen. Ich steig da mal ein und dann machen wir mal die Tür zu. Lady Rules, moin moin. Ich habe irgendwas beim 7R im Sound falsch gefuscht oder irgendeinen Sound vergessen zu kopieren. Da wirft Errors. Sound Errors, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Kennt man. Herrlich. Herrlich. Mhm. Ich glaube, ich steige nochmal wieder aus und nochmal wieder ein. Warte mal. Ja, ich muss eh gleich die Uncut-Folge nochmal beenden und eine neue anfangen. Ein Glück höre ich das jetzt hier in meinem Auto nicht. Ich höre es nicht, ich höre es nicht. Ja, ich aber. Hallo zurück. Edward. Ja, da ist er. Moin. 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 Wie geht's? Oh. Gut, gut. Ich habe Kopfschmerzen, weil Dirk hat schon wieder nur von der Tapete bis zur Wand gedacht. So, ach, nicht. Dirk hört Musik, wo keine ist. Ich habe den Xerion in besserer Verfassung zurückgelassen, als ich ihn jetzt vorfinde. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Ich wollte gerade sagen. Der muss dringend in die Werkstatt und dringend aufgetankt werden. Ich weiß nicht, wer den zuletzt. Du warst ein halbes Jahr nicht mehr hier. Was erwartest du denn? Du kannst dich da gar nicht mehr dran erinnern, wie der war. Ich warte mal, ich bin gleich wieder. Achso, mein Fußpedal geht da schon wieder nicht, weil die scheiß Elgato-Software hier schon wieder abscheißt. Ich hab genau der gleiche Schmutz wie Logitech. Die hat sich wirklich wieder aufgehangen. Ja. Ist mir noch nie passiert, sorry. Aber. Nee, mir auch nie, aber seit dem letzten Update nur. Hast du das heute kam? Nee, heute. Also bei mir ist kein Update da drin, aber die hängt bei mir nur weg. Bei mir hat er heute ein Update gemacht. Freut mich für dich. Achso, ich war dieser Typ, der immer sagt, bei mir geht alles. Ja, sorry, die mag ich auch nicht. Was, wen magst du nicht? Ja, die, wenn du sagst, oh, das geht alles nicht, schade, ich kann nicht spielen, da kommt einer und sagt, bei mir funktioniert aber alles. Ja, nee, die kann ich auch nicht haben. Die kann ich auch nicht haben. Da war ich gerade. Ja, ich weiß. Ja, nicht so schlimm. Sonst nicht so. Hatten wir früher. Früher war das ganz schlimm. G29 Zeiten. Oh. John Deere hier, Large, was habe ich denn hier? Die extra Large Frame Serie habe ich ja noch gar nicht drin. Muss ich mal kurz die Modliste aktualisieren? Doch, habe ich drin. Bei Dins, aber schön. Landerzoom. Und dafür müssen wir. Den hier rausmachen. Dirk, du hattest doch Probleme damit, dass. Über CVT, automatisch Allrad und so weiter nicht funktioniert, richtig? Nur hier auf dem Dedi letztes Mal. Im Singapur so, hatte ich das nicht. Ja, okay. Halt, ich muss aus dem Fenster gucken. Halt! Alles klar, Digga. Ich bin gleich wieder da. So, liebe Uncut-Zuschauer, an dieser Stelle erstmal war eine sehr, sehr wilde Folge. Es geht dann in der nächsten Folge direkt nahtlos weiter. Dankeschön für euren Support, Dankeschön fürs Anschauen. Bis bald.